Herzlich willkommen bei uns im Dekodi Live. Als Amazon-Händler ein funktionierendes Controlling aufbauen. Ich begrüße schon die Zuschauer, die jetzt im Auditorium sind. Die Zahl, die steigt nach oben, was uns sehr freut, dass so reges Interesse an unserem Webinar besteht. Und wie unsere Zuschauer schon sehen, es ist eine illustre Runde, die wir haben. Wir haben den Martin Walter, der von Woldeshop mit dabei ist. Und wir haben den Sven Fönrohr von Homment Consulting. Und wir haben in unserer Ankündigung vollmundig versprochen, dass es wahrhaftige Experten sind zu dem Thema Amazon Controlling. Und ich hoffe, wir werden die Erwartungen auch erfüllen und sind uns auch sicher, dass wir sie erfüllen. Und dann haben wir noch unseren Geschäftsführer, den Herrn Kaumeier, mit an Bord, der auch einen kleineren Teil oder kleinen Teil bezüglich sauberer Buchhaltung präsentieren wird. Vorab, für alle, die mit dabei sind, sollte es Fragen geben, bitte nutzen Sie den Chat oder unseren F&A-Bereich. Wir werden die Fragen dann immer sammeln und dann gegebenenfalls, wenn wichtige Fragen oder große Fragen sind, wenn wir zwischendrin mal haben, aber grundsätzlich haben wir es vor, dass wir die Fragen zum Schluss vom Webinar dann beantworten. Und passend zur Agenda übergebe ich das Wort an unseren Geschäftsführer, den Herrn Kaumeier, der durch den ersten Teil dann führen wird. Gut, vielen Dank. Hallo zusammen draußen in der Republik. Mein Name ist Kaumer, ich bin der Geschäftsführer von Dekodi, möchte aber auch noch mal kurz was zu unseren zwei Recken sagen, die da mit mir im Webinar sind. Den Herrn Walter kennen wir schon ganz lang als Kunden. Er ist unter den 10 größten Amazon-Händlern Deutschlands, Martin, ja, wenn das habe ich richtig gesagt. Und Ja, was uns fast. beim Herrn Walter, bei Martin immer so beeindruckt, ist der Werdegang, wie er sein ganzes Accounting über die letzten 2, 3 Jahre zu Höchstleistungen getrieben hat, zu einer irren Performance und Aussagekraft mit wenig Arbeit. Den Sven Fönrohr kennen wir gefühlt auch schon 100 Jahre, haben auch schon viele Projekte miteinander bestritten. Und er hat ja Homin Consulting und hat nicht nur selber mehrere Online Handelsunternehmen gegründet, erfolgreich gemacht und auch wieder verkauft, sondern er ist auch eben ein Buchhaltungs- und Controlling-Experte vor dem Herrn. Und wer sich vielleicht erinnert oder das weiß, wir hatten ja bei JTL und auch bei uns im Webinar das Thema interne Kontrollsysteme miteinander sehr schön präsentieren dürfen. So, legen wir mal kurz los. Unsere Agenda, was wollen wir heute zeigen? Nämlich, wie komme ich eigentlich in ein Controlling bei Amazon? Controlling ist jetzt erst einmal relativ unscharf. Das kann ja alles Mögliche halten. Im Kontext Woldo heißt Controlling erstmal Tax Compliance herstellen, Verprobung, Plausibilisierung. Woldo ist ja international tätig, also ganz starker Amazon Pan-EU-Händler, verkauft aber eben auch in England und sonst wo. Und da ist Umsatzsteuer natürlich immer ein Wahnsinnsthema. Und einmal hat er jetzt Instrumente geschaffen, die wir jetzt dann gleich sehen werden. Wie kann ich die Umsatzsteuer sauber verproben? Und da ist er dann irgendwann auf Microsoft Power BI gestoßen und war dann so entflammt, ja, dass er das Thema weiter ausgebaut hat und bis zur Deckungsbeitragsrechnung heute runtergehen kann mit dem Ding. Und das Wertvolle ist, mit eigenen Daten und nicht mit irgendeinem Dashboard, wo er irgendwas einliest, wo es nicht weiß, wo es genau herkommt. Also die Qualität ist enorm. Und jetzt eben sind wir schon beim Block 1 unserer Agenda, die saubere Buchhaltung. Die ist nämlich erstmal die Grundlage von allem. Buchhaltung ist ja bei vielen Online-Händlern immer so eine Qual, mache ich halt, weil der Staat es so verlangt. Tatsächlich kann man mal die Perspektive wechseln. Buchhaltung ist das genaueste System im Unternehmen, wenn sie denn richtig gemacht wird. Und auf Basis dieser sehr guten Daten kann ich natürlich auch sehr gut dann weitere Steuerungsmechanismen und Kennzahlen ableiten. Das ist das Entscheidende. Also in Block 1 schauen wir uns jetzt mal ganz kurz die saubere Buchhaltung an. Block 2 dann die Buchhaltungsprozesse und in Block 3 dann das Power BI, das ein Teil dieses Controllings ist. Jetzt dürfen Sie es weiterklicken, Herr Hamburger. So, was heißt denn saubere Buchhaltung? Was passiert da jetzt bei Woldo Shop? Er hat eben Amazon Pan-EU. Also ist ein ganz starker Händler und als Warenwirtschaftssystem hat er in unserem Fall Plenty Markets im Einsatz. Und die Buchhaltung wird quasi erzeugt, verbucht von unserem Nexus und zwar in zwei
Vektoren. Der erste Vektor ist die Erzeugung der Erlöskontierung. Das heißt, sind die Rechnungen alle richtig verbucht? Und da setzt die saubere Buchhaltung schon ein, weil der Nexus eine hohe Plausibilitätslogik hat. Das heißt, wir gucken zum Beispiel, wir können das Leistungsdatum mit rausziehen, wir können prüfen, ob der Steuersatz in einem bestimmten Land unter Berücksichtigung Unternehmereigenschaft, Lieferschwelle, was alles kommt, ob der gültig war. Wir rechnen sogar die Rechnungen aus Plenty Markets nach, ob die aufgehen. Also man hat ja immer zwischen Einzelpositionen und Gesamtsumme, was ja dann die Bemessungsgrundlage ein Stück weit ist, manchmal Differenzen. All das prüfen wir und können dann eben über Regeln, die der Martin da mal festgelegt hat, können wir dann natürlich auch die Erlöskonten schön granular ansteuern, sodass er also einen sehr guten Überblick kriegt, was denn eigentlich im Laden los ist, zum Beispiel auch Retouren und solche Sachen. Und der andere Vektor ist Amazon, daraus die Zahlungen und der Wertreport, also Settlement Report, Zahlungsavis. Und da geht es darum, natürlich die offenen Posten hier wieder auszugleichen. Wir haben ja eine Einzelaufzeichnungspflicht in der Buchhaltung, Paragraph 106 Abgabenordnung, glaube ich. Ne? Klarheit, Wahrheit, Nachvollziehbarkeit heißt da die Überschrift. Das heißt, wir ziffern einmal über die Settlement Reports die offenen Posten dann wieder aus. Und was wir jetzt dann gleich im Anschluss noch vom Sven Firnrohr sehen werden, ist dann, wie granular muss ich eigentlich Amazon anschauen. Wir wissen, Amazon hat ja heute, Sven, du weißt das besser, um die 160 Gebührenarten und Einzelpositionen, was da auf dem Zettel stehen. Und die können toxisch sein. Das heißt, hier beginnt schon das Controlling, nämlich ganz bestimmte Amazon-Gebührentatbestände, nennen wir es mal so, zu überwachen. Und letztendlich fließt dann aus der Buchhaltung heraus die ganzen Zahlen fürs OS und die Steuermeldungen im Nicht-EU-Ausland. Das heißt, wir haben ein schönes System, eine gute Buchhaltung, die sehr viel Infos liefert und dann letztendlich auch die Grundlagen für die Steuer. Und alles hängt aneinander, ist miteinander verprobt und abgestimmt, sodass ich auch im Finanzbeamten jederzeit erklären kann, welche Belege sind denn in die Steuer und in die einzelnen Steuerbeträge eingeflossen. Soviel zum Thema saubere Buchhaltung. Macht der Martin super, einmal die Woche. Und ja, dann kommt eben das Zweite, das ist das Thema interne Kontrollsysteme. Und Power BI, die internen Kontrollsysteme, sollen erst einmal im Wesentlichen sicherstellen, dass die Buchhaltung sauber ist, dass die richtig ist, in sich stimmig. Also ich will keine 200.000 Euro Differenz auf dem Amazon-Verrechnungskonto haben. Ich möchte keine offenen Posten, die ein halbes Jahr alt sind. Solche Sachen. Ich möchte keine Lücken in den Rechnungsnummern drin haben. Also Vollständigkeitsverprobung, Fortläufigkeitsverprobung, keine Dubletten und dann eben die summarische Verprobung. Und im Power BI kommt dann nochmal die Auswertung über die Länder der einzelnen, wo ich Steuern zahlen muss und eben noch dann die Deckungsbeitragsrechnung, aber auf wirklichem Niveau, wo es auch uns, ich bin jetzt schon über 20 Jahre in dem Job tätig, ja, wo ich große Augen gemacht habe, wie toll das der Martin gelöst hat. So, damit Thema 1, Block 1, die saubere Buchhaltung erstmal umrissen. Und jetzt übergebe ich an den Svenny, der uns mal da ein bisschen mehr erzählt, der da Inside Voldo ist sozusagen. Sven, auf geht's. Da warst du ja heute mal richtig flott unterwegs, Stefan. Danke für die. Ich habe gelernt vom letzten Mal. Ja, guten Morgen zusammen. Dann würde ich den Michael mal bitten, in der Folie einfach mal ein bisschen weiterzugehen, dann schon mal die Buchhaltungsprozesse an sich. Amazon-Händler. / Online-Händler per se, ist natürlich für jeden Steuerberater gerade ein schwieriges Thema, ja, weil die Buchhaltung doch viele Besonderheiten mit sich bringt, ist aber auch für das Unternehmen selber immer eine besondere Herausforderung, weil einfach das gesamte Umfeld so schnelllebig ist, dass sie oft von Entwicklungen oder von Veränderungen auf den verschiedenen Marktplätzen, auf den verschiedenen Vertriebskanälen einfach überrannt werden. Amazon ist dann natürlich immer mal so ein Musterbeispiel, was man da rannehmen kann, gibt aber dann halt auch auf Seiten der verschiedenen ERP-Systeme, hier im Bild sieht man links oben die Symbole für Plenty Market zum Beispiel, FIOTL, andere Systeme genauso, Afterbuy, Navision, wie sie alle heißen, die haben natürlich auch so ihre Problemchen. Die bekommen Daten geliefert von Amazon, die nach einem Muster X verarbeitet werden. Amazon geht hin, ändert diese Daten ohne teilweise
Händler zu informieren, ohne Dienstleister wie Plenty Markets, wie JTL zu informieren. Und schwupp können die Daten schon nicht mehr sauber verarbeitet werden. Was dann oftmals natürlich massive Auswirkungen auch auf die Buchhaltung hat. An der Stelle würde ich jetzt einfach direkt mal gerne meinen Bildschirm freigeben, Michael. So, einen Moment bitte. So, freigeben. So, ich hoffe, Sie können meinen Bildschirm sehen. Eine Excel-Datei. Da hätte ich jetzt einmal gerne kurz eine Rückmeldung aus dem Plenum. Stefan, ich sehe dich jetzt auch gerade reden. Einen Moment mal bitte. Also ich bin still, aber ich sehe noch nichts. Der Hamburger ist schon dran. Ah, okay. Jetzt sieht man was. So. Sie sollten jetzt eine Excel-Tabelle sehen. Stefan? Ja, sieht man. Wunderbar. Wunderbar, danke. Okay, das jetzt mal so als Beispiel schon mal vorab. Wir gehen da gleich nochmal im Detail ein bisschen drauf ein. Das ist mal so eine Tabelle, die haben wir jetzt gerade für den Martin Walter, für Voldoshop in Vorbereitung erstellt. Die ist noch nicht ganz fertig. Das sind jetzt rein Amazon-Gebührenarten, die beispielsweise bei Voldoshop mal anfällig sind, ja, die jetzt in den letzten circa anderthalb Jahren ungefähr bei Voldoshop abgerechnet wurden. Die Tabelle ist jetzt gerade nicht ganz vollständig. Wir haben jetzt noch ein paar neue Gebührenarten Anfang 2021 identifiziert. Bis dahin wollten wir mal zurückgehen, die vorher noch nicht aufgetaucht sind. Wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, es sind nicht nur rein Gebührenarten, es sind auch die verschiedenen Einnahmearten, die Amazon Ihnen bietet. An der Stelle jetzt zum Beispiel, hier hätten wir jetzt eine Erstattung an den Kunden, der Verkaufspreis, eine Erstattung, ein Refund an den Kunden in Form der Versandkosten. Ja. Das sind alles Punkte, die der Nexus von Haus aus verarbeitet oder alles Einnahmen und Gebühren, die der Nexus von Haus aus verarbeitet, auf Standardkonten. Die granulare Kontierung oder Verbuchung, die Herr Kaumeier schon angesprochen hat, die kann man im Nexus zum Beispiel über sogenannte Kontierregeln gewährleisten. Und da wird es dann richtig interessant. Da können Sie, das ist zum Beispiel für die Steuerberater unter Ihnen sehr interessant, den Schadensersatz, den Amazon Ihnen auszahlt, genau dann auch ermitteln, auf separate Konten buchen. Das ist für jeden Händler interessant. Er kann seine Kosten wesentlich feinkörniger, granularer verbuchen. Welche Kosten habe ich im Bereich FBA? Welche Kosten habe ich rein an Verkaufsgebühren, Verkaufsprovisionen? Welche sonstigen Kosten fallen an? Sei es nur rein die monatliche Subscription für den Professional Seller Account, sei es die regelmäßigen Kosten fürs Amazon Key Accounting, wenn sie in der entsprechenden Größe sind, dass Amazon ihnen das anbietet. Werbekosten zum Beispiel lassen sich darüber sehr genau verbuchen. Als Beispiel die über die Amazon Marketing Services abgerechneten Pay-per-Click-Gebühren, zu denen stellt Amazon Ihnen monatlich eine Rechnung. Die Rechnung, wenn die aus Deutschland stammt, für den deutschen Marktplatz, ist mit 90% Umsatzsteuer belastet. Die Rechnungen der Amazon-Auslandsmarktplätze laufen über die jeweiligen Landesdependancen, sind im Reverse-Charge-Verfahren abgerechnet. In der Regel verbucht der Steuerberater oder der Händler selbst hier die Eingangsrechnung, die von Amazon monatlich gestellt wird. Über diese Kontierregeln könnten Sie dann auch, wenn das Ganze denn die entsprechenden Gebühren für diese für die Werbekosten über das Verkäuferkonto abgerechnet wird, die dann auch direkt gegen den Kreditor buchen, ja, um am Ende des Monats dann die Rechnung auch sauber ausgleichen zu können gegen die entsprechenden Zahlungen. Wenn Sie nicht mit diesen Kontierregeln arbeiten oder diese Gebührenarten auch gar nicht kennen, dann irgendwann fehlt Ihnen die Zahlung. Dann haben Sie am Ende des Jahres 12 Rechnungen von Amazon Deutschland, 12 Rechnungen Amazon Spanien, haben aber nicht eine Zahlung dagegen stehen im schlimmsten Falle, wenn es denn über das Verkäuferkonto abgerechnet wird. Andersherum hat Amazon weitere Gebührenarten, zum Beispiel für Werbung, für Coupons, die anfällig werden, für das Weinprogramm oder ähnliches, die dann zu denen wieder keine separaten Rechnungen gestellt werden, die direkt in den Aufwand gebucht werden können mit dem 506er Buchungsschlüssel, da alles über Amazon Luxus, Luxemburg abgerechnet wird, sprich als Reverse-Charge-Verfahren.
Das ist jetzt einfach mal so eine grobe Übersicht, wenn man jetzt nach unten scrollt. Wir sind jetzt aktuell bei Voldo Shop bei 60 Gebührenarten nur in Amazon Deutschland. Da fehlen noch ungefähr 5 bis 10 Gebührenarten, die jetzt in der Liste noch nicht eingetragen sind, die wir noch zusätzlich jetzt für Anfang 2021 identifiziert haben. Also das ist schon eine Menge. Das ist auch nur ein Bruchteil von den Gebührenarten, die Amazon insgesamt abrechnet. Je nachdem, wie sie tätig sind, wenn sie jetzt als europäischer Händler noch beispielsweise in den USA tätig sind oder Mexiko, Japan, ja, also in, für uns von uns aus gesehen Drittlandsmarktplätzen, fallen da noch wesentlich mehr Gebühren an. Kommt auch noch auf die weiteren Programme an, die sie gegebenenfalls von Amazon nutzen, die das System bietet, Small and Light und so weiter und so fort zum Beispiel. Ja, an der Stelle würde ich dich dann bitten, Michael, dass du deinen Bildschirm nochmal wieder freigibst. Ja, wenn du mal bitte in den Folien weiterhüpfst. Genau, das ist jetzt ein Screenshot. Ich möchte Ihnen das jetzt nicht im Echtsystem zeigen, aufgrund der Datenmenge. Das ist ein Screenshot jetzt aus dem Echtsystem bei Volvo heraus, aus dem Nexus. Aufgrund der Datenmenge, die Volvo verarbeitet, kann das zwischendurch dann schon mal ein bisschen dauern, wenn man das Fenster wechselt. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal mit Screenshots hier hinterlegt. Das ist mal so ein Beispiel für diese Kontierregeln, die ich erwähnt habe. Ja. Im oberen Bereich einfache Gruppierungen, nach denen wir jetzt entsprechend dann Gebühren eingearbeitet haben oder Gebühren einsortiert haben. Jetzt im Fenster markiert sind die reinen Verkaufsgebühren. Im mittleren Bereich Teilregeln, da sehen Sie dann nochmal abgebildet die verschiedenen Gebührenarten, die wir als Verkaufsgebühren jetzt in dem Fall definiert haben. Ja. Das Ganze zum Beispiel die Verkaufsprovision von 15%, die auf jeden Verkauf anfällt. Ja, die sogenannten Shipping Holdbacks, die Gebühren, die Amazon auf von ihnen berechneten Versandkosten einbehält. Da sind aber auch Gebührenerstattungen im Bereich Refund zum Beispiel mit drin. Also die Erstattung, die sie auf Gebühren erhalten, wenn sie dem Kunden Geld erstatten. Also was haben wir da zusammengefasst? Ja, wir haben für die Werbekosten haben wir verschiedene Kontierregeln angelegt und so weiter. Und alles, was diese Kontierregeln machen, ist einfach den Settlement Report oder jeden Settlement Report, der verbucht wird, im Nexus durchgehen und schauen, so um welche Gebührenart handelt es sich hier. Da gibt es verschiedene Identifikatoren bei Amazon in den Settlement Reports, zwei Hauptkategorien und die genaue Bezeichnung des der Gebühr, anhand derer man solche Kriterien festlegen kann. Und wir haben jetzt zum Beispiel in dem Fall dann gesagt, meinetwegen diese Shipping Holdbacks, Gebühren auf Versandkosten laufen auf das Konto 474010. Wir können das, die Order-ID, die Amazon-Bestellnummer, können dann noch mit hinterlegen, zum Beispiel im Belegfeld 1, sodass man immer genauer 1:1 Zuordnung der Gebühren zu einem bestimmten Auftrag hat, was im Nachgang noch sehr, sehr wichtig werden kann, wenn Sie irgendwann Ihre Daten aus Dativ beispielsweise, aus Edison oder welches FIBO-Programm Sie auch immer nutzen, weiter auswerten wollen, zum Beispiel in Power BI, ja, wenn Sie wissen möchten, mit welchem Auftrag oder wie viel Kohle habe ich mit einem Auftrag verdient. Ja? Sie nehmen 19,99 Euro ein, was landet am Ende auf meinem Konto? Rein rechnerisch muss es Summe X sein, aber was landet tatsächlich auf Ihrem Konto? Amazon kann vielleicht mit ganz anderen Gebühren arbeiten, gerade im FBA-Bereich. Vielleicht ist der Artikel falsch vermessen von Amazon. Ja? Sie haben angegeben, der Artikel hat eine Größe von beispielsweise 20 mal 30 mal 5 Zentimetern. Amazon sagt, es sind 30 mal 40 mal 10 Zentimeter. Mitarbeiter hat hat einen ganz anderen Artikel vermessen, hat die Daten falsch zugeordnet. Das kann im FBA-Bereich schon jede Menge mehr Gebühren ausmachen. Auf diese Weise, wenn Sie dann sagen, oder wenn Sie das Ganze so feingranular auflösen, auch in Ihrer Finanzbuchhaltung, dass Sie nachher pro Bestellung erkennen können, diese und die Gebühren hat Amazon mir abgebucht, dann wissen Sie am Ende des Tages auch zumindest aus dieser Richtung genau, was müsste auf meinem Konto landen, abzüglich gegebener Fixkosten. Sven, kurze Frage oder Anmerkung. Einmal vielleicht für unsere Zuhörer, Voldo Shop hat so 200.000 Rechnungen im Monat. Und was man mit diesen Kontierregeln macht, mal das so aus der Vogelperspektive, man zieht einfach diese ganzen Einzelgebühren und Positionen eben so zusammen, dass ich auf einem Konto, also in einem Körbchen, die da drin habe, und natürlich da für mich wichtige Informationen rausziehe. Frage jetzt. An der Stelle mal einmal, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Stefan, das wäre jetzt dann die nächste Folie auch, da könnten wir dann einfach mal hinhüpfen. Ja, super. Also was ich jetzt noch sagen wollte, ist was anderes. Und zwar, wenn ich jetzt Amazon-Händler bin oder Steuerberater, wer sagt mir denn eigentlich, was wichtig ist?
Oder frage ich mal den Martin, hast du, bevor du den Svenny kennengelernt hast, gewusst, was alles wichtig ist in der Ebene? Oder also muss ich dann Amazon entweder selber gut kennen oder ich muss mir dann halt wie immer im richtigen Leben und was ja jedes Unternehmen irgendwann mal machen sollte, wenn es weiterkommen will, sich einen holen, der sich halt auskennt. Ja, hallo erstmal. Ja, vielen Dank dafür. Also es ist natürlich sehr schwer, weil Amazon natürlich auch sehr, sehr viele Sachen sehr oft ändert. Gerade auch von dem V1 zu V2-Bericht hat sich ja ein bisschen was verändert. Und für uns war es natürlich auch wichtig, das aufgegliedert zu haben, um auch dann zu verproben mit unserem Power BI, okay, welche Sachen sind richtig, welche Sachen sind nicht richtig. Vor allem genauso wie Sven auf der Seite der Buchhaltung uns das runtergebrochen hat auf die kleinste, sag ich mal, auf die kleinsten Kosten, wie man hier auch in der Folie sieht, was wir alle runterbrechen pro Land, Lagerkosten und so weiter. Und das können wir natürlich dann auch mit unserem Power BI eben matchen und schauen, ob das denn sein kann. Weil genau. Sehr oft finden wir natürlich monatlich sehr, sehr viele Kosten. Wenn wir sie gefunden haben, ob wir das Geld dann von Amazon bekommen, ist eine zweite Sache. Oft nicht. Aber wir haben zum Beispiel im Monat zwischen 5.000 bis 10.000 Euro, wo wir einfach Kosten finden, die nicht richtig sind. Und dieses Geld bekommen wir sehr oft. Das heißt, wir reden da im Jahr über grob, sag ich mal, 100.000 Euro, was uns das an Mehrwert schon alleine das bringt. Genau so wie Sven sagt, ist es natürlich wichtig, dass man auf der anderen Seite im Nexus das runterbricht, in der Buchhaltung einmal so drin hat und dann auch in einem anderen System, wo man eben auch noch diverse Verprobungen fahren kann. Das heißt aber an euch zwei, das, was wir jetzt ja sehen, ist ja dann genau das, was wir wollen, nämlich eine Aussagekraft in der BWA. Da würde Sven jetzt gleich noch was dazu sagen. Aber genau diese einzelnen Konten und was ich da drauf buche und welche Amazon-Gebühren da in welches Körbchen kommen, das habt ihr zwei miteinander festgelegt und analysiert. Also man muss sich dann schon auch mal mit Amazon gut beschäftigen, um überhaupt mal drauf zu kommen, was will ich denn in der BWA sehen und was ist wichtig? Also genau dieser Schadenersatz zum Beispiel. Kann man das so sagen? Ich glaube, das Schwierige ist halt auch für viele Steuerberater oder so, auch aus der Vergangenheit kann ich das halt nur sagen, dass man muss sehr, sehr tief in dem Thema drin sein. Sonst ist es sehr schwierig für den Steuerberater überhaupt zu erkennen, naja, welche Kosten gibt es denn? Der hat natürlich sehr viele verschiedene Businesses, verschiedene Arten von Händlern und von Mandanten. Und da ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Sogar wir tun uns oft schwer und wir sind an dem System jeden Tag dran, tun uns sehr schwer eben, wenn neue Sachen kommen. Wir wissen auf einmal nicht mehr, oh, was ist da denn jetzt passiert? Das heißt, man muss natürlich schon sehr, sehr dran sein, um zu wissen, wie baue ich das jetzt? Und dann natürlich, so wie Sven sagt, wie tut man das in der Buchhaltung dann sinnvoll darstellen? Ja, wir haben natürlich eine Grundidee gehabt, aber wir haben auch noch mal ein bisschen Buchhaltungs-Background natürlich nicht gebraucht. Nicht ein bisschen, sondern viel. Jemand, der das bis aufs kleinste Detail runterbricht. Ja. Eine Schwierigkeit, die betrifft Händler wie Steuerberater, Personal. Gutes Personal zu finden, ist immer schwierig. Ja. Und ob das jetzt der Händler ist, der sich eine Buchhaltungskraft in-house hinsetzen möchte, ob in Teilzeit oder Vollzeit, völlig egal, oder ob es der Steuerberater ist, der einen Buchhalter sucht oder Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte sucht. Es ist schwierig, in diesem Bereich an vernünftiges Personal zu kommen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir kennen es ja auch selber. Ich komme selber eigentlich aus der Händlerseite. Ich bin seit 2007 im E-Commerce unterwegs, mache jetzt gerade so eher den Übergang in Richtung Beratung. Ich habe selber noch einen kleinen Handel auch nebenbei laufen. Überwiegend bin ich aber beratend tätig. Ich kenne beide Seiten. Ich kenne gute Steuerberater, ich kenne schlechte Steuerberater. Ich kenne gutes Fachpersonal in dem Bereich, ich kenne schlechtes Fachpersonal. Allen gemein ist aber immer sowohl Händlern als auch den Steuerberatern die Suche nach dem Personal ist schwierig. Und da kann ich einfach auch nur raten, ein bisschen über den Tellerrand blicken. Die Mitarbeiter müssen sich in solchen Fällen mit den Plattformen auskennen. Amazon ist ja das Paradebeispiel. Wir haben es gerade gesehen bei Voldoshop, circa 60 Gebührenarten, die jetzt aktuell anfällig sind. 160, 170 insgesamt bei Amazon aktuell, wenn ich es richtig im Kopf habe. Andere Plattformen sind aber auch nicht viel besser. Ja. Auch ein Otto will gebucht werden, ein Mano Mano, ein C-Discount, ein eBay. Ja. Die wenigsten eBay-Händler wissen zum Beispiel, dass eBay Gebühren
ihnen abzieht, wenn sie eine schlechte Verkäuferperformance haben, unterdurchschnittlichen Service-Status, lässt sich zum Beispiel über den Nexus auswerten, auch nochmal separat buchen. Wir waren tatsächlich überrascht letztens, als wir das bei einem Händler gemacht haben und das auch rückwirkend, dass der innerhalb 2021 fast 10.000 Euro an Gebühren wegen schlechter Performance bei eBay gezahlt hat. Das war denen gar nicht bewusst. Da haben wir uns natürlich gefragt, klar, wie kann das sein? Ja, das zog sich über das ganze Jahr, ein ganzes Jahr bei eBay mit einem schlechten Service-Status überleben, den ich nach oben geschraubt bekomme. Na, da läuft da intern schon was ganz anderes falsch. Aber diese Kosten hatte dann niemand auf dem Schirm. Und ja, nochmal zurück zum Personal. Also ich glaube, es ist unheimlich wichtig, an der Stelle jetzt nicht einfach nur zu sagen, ich brauche jetzt einen Buchhalter, ich brauche einen Steuerfachwirten, sondern vielleicht auch einfach mal über den Tellerrand zu schauen, interessierte Fremdeinsteiger mit ranzuholen, ja, meinetwegen Wirtschaftsinformatiker zum Beispiel. Wichtig ist doch an der Stelle, sowohl für Händler als auch für den Steuerberater, die Personen müssen zahlenaffin sein, ja, die müssen ein gewisses Rechtsverständnis haben, die müssen Rechtstexte auch nochmal lesen und verstehen können, ja, und sie müssen vor allem an der Stelle IT-affin sein. Die IT Affinität, die ist ja nicht nur auf Händlerseiten nötig. Ich sehe diese Notwendigkeit auch immer mehr auf Seiten der Steuerberater, weil auch der Nicht-E-Commercer wird immer digitaler. Wir selbst, wir haben nur noch einen einzigen Mandanten, der nicht digital ist, und den digitalisieren wir selber. Das ist ein Sonderfall, den haben wir mit Kusshand, der zahlt uns so viel Kohle, dann gehen wir ihn und digitalisieren seine Belege für ihn. Ja, machen wir gerne bei den Summen, die er uns zahlt. Alle anderen, selbst die kleinsten Händler und selbst Marktplatzhändler, die wir teilweise noch mitbetreuen, so aus Altbeständen heraus oder irgendwas, sind mittlerweile digital. Da kriegen wir sämtliche Belege digital. Da kriegen wir irgendwelche Abrechnungen digital und so weiter und so fort. Da kann es nur helfen, wenn auch das Personal IT-affin ist. Wir haben vor 2 Jahren noch eine Aussage gekriegt, ja, tut mir leid, dann sind Sie mit Ihrer Buchhaltung bei uns falsch. Ich bin Buchhalterin, ich bin keine ITlerin. Ja, und solche Aussagen in der heutigen Zeit sind halt einfach gefährlich, falsch, ja, geschäftsschädigend auf der einen Seite und für die Person selber aber auch nicht karrierefördernd. Ja, also ich würde an der Stelle mal nochmal kurz aufs Thema zurückführen wollen. Das ist richtig, was du sagst, sehen wir auch so. Wir haben kein Personal mehr. Die Software, das ist jetzt bei uns im Haus zumindest gesetzt, muss eigentlich Buchhalter ersetzen und Steuerfachangestellte, nämlich die, die wir einfach am Markt nicht mehr kriegen. Also da geht es jetzt nicht, jemand arbeitslos zu machen. Aber das Entscheidende aus unserer Sicht im ganzen Onlinehandel jetzt in dieser hohen Komplexität, ja, mit zig Ländern und diesen ganzen Gebührenarten, ist einfach, dass man einen Prozess aufsetzt. Also, dass klar ist, was passiert eigentlich, wenn Amazon eine neue Gebühr bringt. Ja, dann geht bei uns im Nexus ein Fensterchen auf, unbekannter Geschäftsvorfall. So. Und dann muss ich mich aber drum kümmern. Also, bei uns Gebühr kennen. Wenn wir Glück haben, ist einer dabei, der es kennt. Und dann kann man dann auch das betriebswirtschaftlich beurteilen. Und das ist so das Thema, was mir immer ein bisschen fehlt bei den ganzen Buchhaltungen, gerade wenn die auch draußen in den Kanzleien gemacht werden. Dieser Prozess, der immer am Laufen gehalten werden muss, Regeln, die gepflegt werden müssen, egal ob es jetzt bei uns im Nexus ist oder auch im Kontoauszugsmanager. Und das ist das, was meiner Meinung nach das Personal auch noch, da gebe ich dir recht, Sven, lernen muss, einfach diese Systeme zu beherrschen, ja, vom Einzelfall weg hin Datenströme zu lenken. Und wir haben auch Online-Händler, da machen das Quereinsteiger, also ich denke da gerade an eine Firma, die verkaufen Schnapsbrennanlagen, da macht es eine Ingenieurin. Die hat einen Spaß an Buchhaltung, das war aber nicht immer so. Aber die hat sich da reingefuchst und es läuft top. Aber gut, nochmal zurück, also die Erkenntnis, man muss sich in den jeweiligen Zahlsystemen, wir haben ja gerade gehört, Amazon, eBay war auch sowas, Otto, schon mal hinsetzen und hinterfragen, was kommen da eigentlich für Gebührentatbestände, und dann sollte ich die auch verstehen, und wenn die eben wichtig sind, wie ich zahle, weil ich schlecht reportiert bin, wie bei eBay, dann sollte ich die auch in meiner BWA sehen und dann kann ich die auch schön mit überwachen. An der Stelle einfach auch mal das Personal dann entsprechend fortbilden. Ich sag mal, der Buchhaltroniker von Decoli zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, der alle notwendigen Kenntnisse eigentlich vermittelt, um dann auch entsprechend so Settlement Reports dann wirklich lesen zu können, verstehen zu können und verarbeiten zu können. Und am Ende, um zum Beispiel auf ein solches Bild zu kommen, was man jetzt hier sieht, im Hintergrund die etwas größere Grafik, ist jetzt mal nicht anonymisiert, aber teilanonymisiert, was die Daten angeht, die BWA von Voldo aus dem September, ja, einfach um mal zu zeigen, in welchem Umfang wir da mit Konten arbeiten.
Rechts haben wir das Ganze jetzt ein bisschen vergrößert, auch nochmal eine leicht andere Ansicht genommen. Wenn man jetzt oben schaut, Werbereisekosten ist aufgeklappt in der BWA. Wir verbuchen die Werbekosten bei Amazon auf Landeskonten quasi, wobei in jedem Land maximal bis zu 2 Konten bebucht werden. Man sieht es oben, das Konto 460010, das sind die deutschen Amazon-Werbekosten, was PPC-Werbung angeht. Alles andere an Werbekosten wird auf ein separates Konto gebucht. Das sind dann zum Beispiel das Weinprogramm, die Gebühren 170 Euro pro Artikel, pro SKU, die wir als Werbekosten für uns definiert haben, die da drauf gebucht werden. Und das Ganze machen wir halt an der Stelle für jedes Land. So sehe ich in der Buchhaltung schon sehr, sehr genau mein Ad-Spending pro Land, was Amazon betrifft. Kann man für andere Marktplätze genauso machen. Im unteren Bereich der größeren Grafik Kosten-Warenabgabe wird es interessant dann unten ab dem Bereich 4760. Da werden jetzt die Steuerberater vielleicht bei gewissen Punkten bei Ihnen fragen, warum buchen die das dahin? Ne? 4760-13 Amazon.de Schadenersatz. Schadenersatz gehört eigentlich in einen ganz anderen Kontenbereich rein. Wir haben jetzt für uns beziehungsweise auch für Voldo entschieden, wir buchen das erstmal alles innerhalb der Kostenwarenabgabe. Dort strukturiert je Land runter, um die Kosten wirklich im Blick zu haben, auf einen Blick zu haben und nicht in der BWA, die nachher 3, 4, 5 Seiten lang ist, ohne dass wir uns da auf eigener ohne dass wir uns da im Bereich der Kontennachweise bewegen, suchen müssen, wo finde ich jetzt weitere Kosten, Amazon.de zum Beispiel. So sehen wir auf einen Blick, Amazon.de haben wir Verkaufsprovision in der und der Höhe, wir haben FBA-Gebühren in der und der Höhe. Und da wird es dann interessant, wenn man sich dann mal anschaut, welche Gebühren gibt es, welche Gebühren könnten gegebenenfalls Probleme machen, dann findet man das über so eine granulare Aufteilung dann auch nachher wesentlich schneller raus. Wir haben ein Konto, das, ich hoffe, Sie können sehen, ich sehe es jetzt aufgrund von der Menüleiste hier in Zoom gerade nicht, das 4760-19, das haben wir auch in jedem Land angelegt, da werden nur Sonderfälle drauf gebucht. Da landen dann auch zum Beispiel Gebühren drauf, die Amazon gar nicht näher beschreibt, wo Amazon Ihnen auch nicht mitteilt, was sind das für Gebühren. Zum Beispiel eine sogenannte Non-Subscription-Fee-Adjustment. Da haben wir mit einem anderen Kunden gerade, die ist bei Voldo auch schon anfällig gewesen, da hat er auch schon etliche 1.000 Euro von seinem Verkäuferkonto abgebucht bekommen, der Martin Walter. Bei einem anderen Kunden, der wesentlich kleiner ist als der Walter, der macht circa 1 Million Jahresumsatz, hat Amazon über diese Gebührenart mittlerweile 35.000 Euro abgebucht. Ja, ohne dass der Händler weiß, worum es geht. Sie bekommen von Amazon auch keine wirkliche Aussage dazu. Wir können nur vermuten. Wir haben die Vermutung, es steht mit dem Amazon Prime über DPD, also mit dem Seller Fulfilled Prime in Verbindung. Wir wissen aber nichts Genaues. Das sind 35.000 Euro, die dem Kunden fehlen, wo wir nicht wissen, wo sie herkommen, wo mittlerweile jetzt auch ein Anwalt dranhängt. Sowas sehen Sie aber nur, wenn Sie sich wirklich mit den Amazon-Gebührenarten oder auch mit anderen Marktplatzgebührenarten auseinandersetzen. Und das Ganze entsprechend, das Ganze entsprechend dann auswerten. Michael, machst du mal bitte die nächste Folie? Eine Sekunde, ich streue eine Frage gerade ein, die im Chat kam, aber Schadensersatz erhält man doch von Amazon im FBA-Prozess. Wieso ist das Aufwand? Bitte? Also die hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ich habe das okay. Kam nur kurz okay. Selber nicht an. Okay, die Frage war oder ist, aber Schadensersatz erhält man doch von Amazon im FBA-Prozess. Wieso ist das Aufwand? Ja, das ist ja das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Wir haben es jetzt erstmal sämtliche Gebühren in Anführungsstrichen innerhalb einer Kategorie zusammengefasst, alles unter Kosten der Warenabgabe, um sämtliche Kosten beziehungsweise auch Erstattungen, die wir von Amazon erhalten, in einem Blick zu haben. Wie man das ganze Ende des Jahres dann bucht, ist ja dann noch wieder eine ganz andere Frage. Beim Schadensersatz, da reden wir ja dann auch über echten Schadensersatz, unechten Schadensersatz als Beispiel. Und das Ganze zu bewerten, das muss dann auch der Steuerberater für den einzelnen Mandanten am Ende des Tages machen, weil das ist ein Thema, das ist bei Amazon zum Beispiel auch gar nicht trivial. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Das wäre so ein Seminar, was einen ganzen Tag in Anspruch nehmen könnte, als Beispiel. Aber nur auf diesem Weg haben wir eine genaue Übersicht, was treibt Amazon jetzt eigentlich, um es jetzt erlaubt zu sagen. Es kommen auch noch 2 Kommentare noch dazu. Es wird doch vermutlich aufwandsmindernd erfasst. Und der zweite Kommentar ist, alleine schon aufgrund der Tatsache, dass nur der Zeitwert erstattet wird, mit entsprechender Auswirkung auf den DB der Transaktion. Ja, völlig richtig. Also es ist natürlich aufwandsmindernd erfasst. Also wir erhöhen nicht unseren Aufwand an der Stelle.
Ja, das ist richtig. Aber ich habe die Zahlen bewusst jetzt weggeblendet. Wäre vielleicht an der Stelle smarter gewesen, mal zwei, drei Zahlen stehen zu lassen. Aber das hatten wir uns jetzt an der Stelle gespart. Nein, natürlich Ja. läuft der Amazon-Schadensersatz-Aufwandsmindern. Ja? Wobei auch nicht jede Position, die bei Amazon unter Schadensersatz grundsätzlich erstmal zu definieren ist, immer aufwandsmindernd ist. Ja? Teilweise holt sich Amazon ja dann auch wieder über sogenannte Clawbacks Schadensersatz, der ihnen bereits ausgezahlt wurde, schon wieder zurück. Also dazu zwei Dinge, sage ich jetzt als Betriebswirt, der Buchhaltung eher rudimentär kann. Wichtig ist, es muss in der Bilanz auf der richtigen Seite stehen. Und das Zweite ist, ich sehe schon ein Webinar vom Herrn Fürnrohr, das da heißt der Amazon-Schadenersatz, oder? Nee, danke. Okay, also wir sehen schon in den Kommentaren erst einmal, mich freut es total, was für ein fachkundiges Publikum da auch dabei ist. Also man sieht schon, die Kaufleute rollen hier schon die Ärmel hoch. Und der Sven hat es auch souverän erklärt. Und das ist eben auch was, sage ich jetzt mal als Geschäftsführer einer GmbH, und der Martin Walter wird mir zustimmen: Hey Leute, was interessiert mich, ob das jetzt da richtig ist oder nicht? Entscheidend ist, es darf nicht falsch sein. Und für mich wichtig ist immer, ich will sehen an einer Stelle, und wie das Sven schon gesagt hat, ich habe keinen Bock, mir Infos aus der ganzen BWA zusammenzuklammern. Am besten noch nicht mit einer alten Triumph Adler 1217 PD mit Adi-Rolle und die mir das dann alles zusammenzuklappern. Also das ist genau das, wo wir hin müssen. Auswertungsgerechtes Buchen. Und wir wollen ja die BWA, die machen wir ja nicht fürs Finanzamt als Unternehmer, die machen wir ja, damit wir unseren Laden steuern können. Und genau da geht's hin. Entschuldigung, muss ich jetzt kurz loswerden. Es ist auch Alles. wir reden jetzt bei einer BWA ja auch immer über eine unterjährige Auswertung. Ja. Ob ich nachher Punkte wie den Schadenersatz, den wir jetzt aktuell jetzt bei Amazon Deutschland im Beispiel auf 47, 60, 13 jetzt erstmal verbucht haben, umbuche auf das entsprechende Konto 27, 42, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, das ist ja eine ganz andere Frage für den Jahresabschluss. Aber unterjährig habe ich so erstmal einen sauberen Überblick. Ich habe jetzt gerade einen interessanten Kommentar noch hochpoppen sehen, da würde ich noch mal ganz gerne kurz drauf eingehen. Wie stolpere ich überhaupt über solche ja, unklaren Gebührenarten? Lesen, lesen, lesen. Also, was wir tatsächlich machen, ist, wir gehen ja nicht hin, wir richten die Buchhaltung einmal ein, wir richten einmal diese Kontierregeln ein, das gesamte Setup ein und buchen dann stur das gesamte Jahr über damit. Das Ganze ist ein lebendes System. Wir schauen uns immer wieder die Zahlen an, auch zum Beispiel aus dem Nexus heraus. Wir verproben den Nexus, die Umsatzerlöse aus dem Nexus einmal im Quartal, alle 2 Monate circa verprobe ich die. Sind die Zahlen, die der Nexus ermittelt, korrekt? Ich vertraue der Software zu 100%, aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ähnliches auch mit den Settlement Reports. Ich persönlich gehe hin, einmal alle 2 Monate, spätestens alle 3 Monate, nehme ich mir jede Menge Settlement Reports unterschiedlicher Kunden und kontiere die per Hand und schaue mir die per Hand an, was tritt auf? Und an der Stelle hilft der Nexus dann natürlich auch. Der Nexus hat Standardkonten, auf die die Gebühren erstmal drauf gebucht werden. Ja. Wir arbeiten nicht mit diesen Standardkonten. Die werden über die Regeln gar nicht gebucht. Wir haben dort in den Standardregeln oder in den Standardkontierungen haben wir andere Konten angesprochen. Ja, wenn irgendwann auf diesem Konto etwas drauf landet, oder da darf eigentlich nichts drauf landen, weil alles über diese Regeln verbucht werden muss an der Stelle. Wenn auf den Standardkonten dann doch etwas drauf landet, ja, dann können wir uns das gezielt da dann auch nochmal angucken. Und wenn es eine Gebühr ist, die der Nexus gar nicht kennt, dann bekommen Sie zum Beispiel aus dem Nexus heraus auch eine Fehlermeldung. Ja, dann verbucht er den ganzen Settlement Report nicht, weist Sie darauf hin, dass es einen unbekannten Geschäftsvorfall gibt und spätestens dann müssen Sie sich den angucken. Gerne. So, ja, ausgerechnet wertungsgerechtes Verbuchen von Gebühren. Ja, damit bin ich eigentlich an der Stelle dann auch jetzt durch und würde an den Martin Walter dann übergeben wollen. Ah, Entschuldigung, ja, genau. Eine Folie habe ich unterschlagen. Die haben wir jetzt einfach mal als Beispiel rangenommen, weil dieses Thema Schadensersatz auch immer wieder ein aktuell hochpoppendes Thema ist bei Mandanten von uns. Bei Voldo, alleine in Deutschland hat Voldo jetzt in 2022 beispielsweise über 80.000 € Schadensersatz erhalten. Ne? Amazon, es gibt so viele verschiedene Gebührenarten bei Amazon, die grundsätzlich erstmal unter Schadensersatz zu fassen sind oder fallen, die dann noch wirklich dann auch erfasst und bewertet werden müssen. Handelt es sich um echten Schadensersatz? Handelt es sich um unechten Schadensersatz? Was dann nachher einen Unterschied ausmacht, ist das Ganze ein steuerfreier Schadensersatz oder ist es ein steuerpflichtiger Schadensersatz?
Das kann man zum Beispiel jetzt auch über diese Kontierregeln sehr schön machen. Was man jetzt hier sieht, das sind Schadensersatzzahlungen seitens Amazon Frankreich, ja, im mittleren Bereich. Wir erkennen schon genau am Buchungstext, wo kommt überhaupt der Schadensersatz her? Um welche Schadensersatzart handelt es sich? Das ist der Wert hinten in den Klammern, Reversal Reimbursement, Warehouse Damage und so weiter. Und wir gehen auch noch einen Schritt weiter. Unten über die Zusatzinformationen nehmen wir dann halt auch nochmal bei Bedarf Informationen mit und sei es dann nur das Vorgangsdatum. Ja, das Ganze ließ sich jetzt noch erweitern. Hier ist jetzt ein recht einfaches Beispiel, um nachher auch in Dativ alle relevanten Informationen zur Bewertung eines Vorgangs dann vorrätig zu haben. Ja, und das Thema Schadensersatz nochmal, das ist halt so ein Thema, das wird oft übersehen, ist aber nicht unerheblich, wird gerne auch in Prüfungen immer wieder mal rangezogen. Ja, und das ist eine Sache, das muss der Unternehmer für sich selber bewerten, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit seiner Steuerberatung dann bewerten. Wie wird welche Gebührenart oder welche Schadensersatzart bewertet? Dafür muss man sich aber auch mit den Settlement Reports auseinandersetzen und wissen, welche Schadensersatzarten zahlt Amazon aus. Ist es einfach Schadensersatz für verschwundene Ware, für defekte Ware und. Das jetzt einfach nur noch mal so als letzte Grafik, um mal so einen Blick auf ein einzelnes Konto zu geben, wie sowas nachher aussehen kann, wenn man das Ganze mit dem Nexus und verschiedenen Kontierregeln verarbeitet hat. So, an der Stelle jetzt aber an Martin. Ja, vielen Dank. Ich würde einmal meinen Bildschirm teilen, damit man ein bisschen was sehen kann. Kann jeder jetzt Power BI sehen? Also ich kann es sehen und vielleicht vorab für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, Power BI ist ein Hochleistungswerkzeug zur Visualisierung von Daten. Das hat ganz viele Schnittstellen in alle möglichen Systeme hinein und man kann das dann ja praktisch auch, also man kann mit Bordmitteln ganz viel machen, man kann es aber tatsächlich auch richtig programmieren. Und es gibt zwei Stufen von Power BI. Das eine ist Power BI Desktop, das können Sie sich kostenlos runterladen und damit arbeiten. Tun übrigens jetzt auch die Betriebsprüfer seit neuestem. Das wird ziemlich krass, was die sich da gerade einfallen haben lassen. Und die kostenlose Version kann ich ganz viel machen. Und dann ist Power BI aber tatsächlich so gedacht, dass Sie das in die Microsoft Cloud hineinbringen können und dann quasi zum lebenden System machen. Und dieses System wird dann permanent online mit Daten versorgt, sodass Sie quasi ein Live-Tracking Ihres Controllings haben können, wenn Sie mögen. Der Herr Walter, der Martin, der hat jetzt das Power BI Desktop, nehme ich mal an. Ihr habt noch nichts in der Cloud, oder? Doch, wir haben schon Daten in der Cloud, die sich täglich automatisiert sozusagen reinladen. Also schon, okay, super. Also schon die Triebwerkstufe 2 gezündet. Dann bin ich jetzt wieder ruhig, bloß mal zur Orientierung unserer Zuhörer. Also Power BI ist im Controlling super toll. Genau, ich würde gleich mal einsteigen. Also wir haben hier ganz normal unsere Live-Zahlen sozusagen gelassen für uns als ja, Unternehmer oder Geschäftsführer ist natürlich wichtig für mich zu wissen, okay, wie ist natürlich in erster Linie der Nettoumsatz. Wir haben hier einmal oben ein paar Fahnen, da wären jetzt sozusagen unsere Nettoumsätze auf Länderbasis, könnte ich dann sozusagen anklicken. Ich sehe auf einen Schlag dann eben in dem Monat oder in dem Jahr zum Vorjahr diverse Werte. Wie war der Nettoumsatz? Man sieht diverse Einbrüche hier. Ich fahre mal ein bisschen weiter runter. Hier ist eine Sache, was auch, was die Steuern angeht, die ganzen OSS-Meldungen, das machen wir aus dem Power BI raus. Wir verproben natürlich auch mit dem Dativ, aber machen dann eben diese Dateien, generieren wir hier automatisiert aus dem Power BI. Hier können wir uns eben diese Meldungen anschauen. Ich habe jetzt mal beispielsweise AT aufgemacht. Dann haben wir in Österreich 2 Steuersätze, 10, der verminderte und der Regelsteuersatz. Und dann können wir auch nochmal auf Unterkonten zugreifen, von wo die Ware wohin gelaufen ist. So haben wir bis, sage ich mal, auf die kleinste Summe, wenn wir wissen wollen, wie viel Ware ist von Polen nach Österreich zum verminderten Steuersatz gegangen, könnten wir uns diese Daten hier rausziehen. Lokale Meldungen machen wir auch selber neuerdings. Wir haben das über ja, 2 große Dienstleister versucht. Der erste ist ein wenig gescheitert. Das hat nicht so gut funktioniert. Das heißt, dort sind wir in ja,
Summen reingelaufen, sechsstellige Summen, die wir zu viel Umsatzsteuer bezahlt haben. Und noch heute, 1,5 Jahre später, kämpfen wir aus UK, dieses Geld zurückzubekommen, was super, super schwer ist, gerade jetzt in Bezug auch auf, dass es eben ein Drittland ist und sie nicht mehr in die EU sind, tun wir uns sehr, sehr schwer, dort die Kosten zurückzubekommen. Deshalb haben wir hier eben die Domestic Sales. Das heißt, Sie sehen, in welchen Ländern wir umsatzsteuerrechtlich registriert sind, weil wir dort eben das Lager von Amazon nutzen. Und hier können wir auch eben runterbrechen, was haben wir in Tschechien gemacht, welche Konten haben wir angesprochen. Und aus diesen Dateien generieren wir uns die Datei, die die Finanzbehörde möchte. Hat uns sehr, sehr viel Geld gespart. Bei diversen Dienstleistern würde ich mal sagen, über alle Länder hinweg sind wir so zwischen 2.000 bis 2.500 Euro bei Kosten. Das macht uns das System jetzt voll automatisiert. Wir sehen hier unten, ja. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Du kannst ja auch aus der Datei heraus Ausmeldungen absetzen. Tust du jetzt aber nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Was war denn da der Grund nochmal? Weil Power BI sowieso alles hat und dass das rund ist? Oder ja, am was Anfang war die Motivation? Am Anfang war das Problem, dass eben die Datenmenge DATEV nicht sozusagen verarbeiten konnte. Also ich glaube, Sven hat die Daten besser im Kopf, aber ich glaube, letztes Jahr waren wir bei circa 16 oder 17 Millionen Buchungen im DATEV. Das heißt, das System ist bei uns natürlich sehr, sehr langsam und es war sehr schwierig, diese OSS-Maske überhaupt aufzumachen. Das heißt, das System ist halt permanent abgestürzt oder dann haben wir Arbeitsspeicher sozusagen dazu gebucht, aber das hat dem halt nicht richtig geholfen. Und somit war dann eine Idee, dass wir uns eben hier etwas selber bauen und diese Datei dann generieren und hochladen ins Portal. Und der, also ist ja so, wenn ich sowas mache, dann muss ich ja immer sicherstellen, dass das alles mit meiner Buchhaltung zusammenstimmt. Und das macht er eben dadurch, dass er dann auf die DATEV-Buchungsdateien zugreift oder eben dann teilweise auch auf die DATEV direkt. Also, dann ist wieder ein Schuh. Also Hauptmotivation war einfach die Performance. Richtig, die Performance, aber auch, dass wir noch eine zweite Verprobung haben. Das heißt, wir reden über, sag ich mal, 400.000 bis 500.000 Euro pro Quartal, was wir an OSS bezahlen. Das heißt, da war es mir schon wichtig zu wissen, okay, wie nah sind unsere Daten hier von Amazon, von Plenty Markets oder gehen irgendwelche Buchungen auf dem Weg verloren? Weil da natürlich 10.000, 20.000 Euro würden da nicht so auffallen. Und aufs Jahr hin gesehen sind es auch wieder 80.000, 100.000 Euro. Und da wollten wir einfach nochmal so eine zweite Kontrolle haben. An der Stelle noch kurz ein Satz von mir auch. Also mittlerweile kann man bei Voldo auch die OSS-Auswertung nutzen. Ja, wir haben da sehr, sehr viel aufgeräumt in den Konten. Viele unnötige Daten auch nochmal rausgeschmissen. Das war ein bisschen unsauber an der Stelle. Mittlerweile kann man die OSS-Auswertung nutzen. Wir haben es jetzt für das dritte Quartal 2022 zum Beispiel auch gemacht und die OSS-Auswertung aus DATEV heraus verglichen mit der OSS-Auswertung aus Power BI heraus. Da war eine Differenz von unter 10 Euro oder was das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei weit über 300, fast 350.000 Euro oder irgendwas in dem Monat insgesamt an Steuerzahllast wohlgemerkt, ja, auf die Zahllast gesehen. Und da reden wir über Rundungsdifferenzen. Vielleicht ist dann tatsächlich auch mal über den Nexus irgendein Fehler mal aufgepoppt, der dann händisch anders bewertet wurde, der Umsatz oder der Erlös, als Martins jetzt aus Power BI heraus, aus Plenty dann gezogen hat. Könnte natürlich auch der Fall sein, aber bei 10 Euro guckt da auch keiner hin, ganz ehrlich. Genau, also das ist das, ja, was uns so angetrieben hat. Klar, damals ging es noch nicht so sauber. Jetzt dadurch, dass wir die Konten ein bisschen schlanker gemacht haben, geht es jetzt seit Kurzem. Was natürlich wichtige Entwicklungen sind für uns, eben der Deckungsbeitrag 1, Deckungsbeitrag 2. Und wie ist die Veränderung zum Vorjahr? Hier haben wir auch zum Beispiel noch Feiertage eingebaut, weil sehr viele Händler freuen sich oft. Aber es gibt zum Beispiel Monate, wo 2, 3 Feiertage sind. Und wenn man da 30-40% ein höheres Bestellaufkommen hat, sagt man, okay, man ist auf einem guten Weg. Aber dabei waren das 3 Feiertage, die das natürlich unglaublich ausgemacht haben. Hier sieht man eine kleine Grafik, Vorjahresumsatz, Nettoumsatz. Okay, wo liegen wir, wo sind wir, wo waren wir im Vorjahr? Durch eben diese 2 Corona-Jahre darf man das nicht so überbewerten. Und hier haben wir uns halt einfach einige Bausteine gebaut, wo wir, jetzt muss ich das ein bisschen kleiner machen, wo wir eben diverse Sachen sehen. Wir haben hier noch diverse Absatz
Daten. Das heißt, hier schauen wir, in welchem Land, beispielsweise ich klicke jetzt auf Frankreich, dann sehen wir, wir wachsen in Frankreich. Das ist natürlich für uns sehr wichtig zu wissen, dass wenn wir eben Pan-EU machen, wir auf der einen Seite diese Kosten haben, Registrierung, der Steuerberater dort, die Datensätze ihm dort rüberschicken. Da möchten wir natürlich auch einen gewissen Wachstum sehen. Und man sieht hier schon, dass auch nach Corona wir auf einem recht hohen Level sind. Der Abfall im 10. Monat hat damit zu tun, dass der Monat noch nicht ganz voll ist. Und hier kann man halt sich sehr schnell die Daten auch immer sehr einfach exportieren in diverse Formate, was natürlich auch gut ist, wenn wir Sachen verproben. Hier sehen wir die Absatzmenge. Ja, auch wieder letztendlich ein ähnlicher Graph. Hier sieht man zum Beispiel, wie lange Amazon braucht, um eine Order abzuwickeln. Das heißt, von der Bestellung bis zum Status Shipping braucht Amazon 1,68 Tage. Das heißt, es ist wichtig für uns zu wissen, was für eine Performance hat Amazon? Welche Performance schaffen wir, wenn wir aus dem Hausversand zum Beispiel Ware verschicken? Warum? Es gibt immer wieder Sachen, wo es Fehler bei Amazon gibt, was die Performance angeht. Dann leuchtet so ein roter Button und das heißt, oh, schlechte Performance. So können wir sehr oft auch Amazon nachweisen. Durch Datensätze, Bestellnummern können wir uns aus dem System lassen und können sagen, hey, guck mal, also wir brauchen 0,95 Tage, um die Ware zu verschicken, in den Status Shipping zu bekommen. Und Amazon braucht ein wenig mehr. Das hat uns das ein oder andere Mal schon ein bisschen geholfen. Hier können wir das Bestellaufkommen nach Uhrzeit sehen. Für was ist es wichtig? Für unser Marketing. Warum? Weil wir am Abend ab 20 Uhr können wir so automatisiert unser Marketing ausschalten, weil wir wissen, da schauen die Leute einfach nur noch Tatort oder sie schauen Produkte an, sie sind aber nicht mehr so kauffreudig. Und das kann ich runterbrechen auf ein Land. Das heißt, man sieht dann zum Beispiel, okay, in Italien oder in den Niederlanden oder in Schweden, wie verhält sich das? Plus man kann es nochmal runterbrechen auf Produktebene. Das heißt, man sieht Gewürze von Blockhaus als Beispiel, kaufen die Leute sehr gerne zum Abend hin, weil sie da vielleicht kochen, rein theoretisch. Aber sie kaufen es nicht am Vormittag. Aber man sieht, wann kaufen die meisten Leute ein? Wenn sie in die Arbeit kommen, den Kaffee haben zwischen 9 und 11. Das ist die Primetime in Deutschland oder in ganz Europa. Wenn man sich mal Frankreich nimmt, sieht man auch ähnliche Tendenzen. Bestellaufkommen nach Wochentag. Man sieht, Freitag, Samstag ist ein toter Tag. Das heißt, Freitag, Samstag schalten wir kein Marketing. Wir wollen Marketing schalten, wo die Leute sehr, sehr kauffreudig sind. Das heißt, hier können wir natürlich auch sehr, sehr viele Sachen anpassen, indem wir diese eben sehen. Hier sehen wir die Abo-Menge, auch für uns sehr wichtig. Nach Hersteller, wir haben diverse Marken. Und hier können wir sehen, okay, wohin gehen unsere Abos hin? Das heißt, man sieht, dass wir hier, ja, ich sag mal, eigentlich letztendlich, was haben wir abgesetzt? Hier oben haben wir die Abo-Mengen und man sieht so kumuliert zwischen 4.000 bis 5.000 Bestellungen im Monat sind Abos. Und dann sieht man auch, wie ist die Quote im Vorjahr gewesen, welche Menge. Das heißt, dieses Abo-Modell ist schon auch ein wichtiges Modell. Hier gucken wir einfach, wie viele Leute sind auf unseren Produkten gewesen und wie viel Produkte haben wir abgesetzt. Das ist sehr wichtig für uns, weil wenn es zum Beispiel Feiertage gibt oder diverse Peaks, ja, Internationaler Frauentag, man sieht hier, okay, da war auch Corona, glaube ich, gerade Lockdown, wenn ich mich gut erinnere. Da sieht man, es ist natürlich durch die Decke gegangen. Und hier sieht man halt auch an anderen Tagen, was war da los? Da bauen wir dann auch die Feiertage mit ein, damit wir wissen, okay, was war hier los? Conversion Rate über alle Produkte. Man sieht zur Corona-Zeit eine unglaubliche Conversion Rate von 40%. Das heißt, von 100 Leuten, die auf ein unserer Produkte geklickt haben, haben 40 Leute, wenn ich hier einen Mittelwert ziehe, ungefähr gekauft. Das heißt, jetzt sieht man, dass wir wieder ein bisschen nach Corona in der Realität angekommen sind und immer noch bei einer sehr hohen Conversion Rate sind von 20%. Bestellverteilung, auch eine sehr wichtige Mappe. Das heißt, hier können wir sehen, von wo kommen unsere Kunden.
Warum ist das wichtig? Gerade bei sehr hohen Kosten, was Transporte angeht, ist es entscheidend, ob unser Lieferant in Stettin sitzt und die Produkte herstellt und nach Winsen fährt, nach Hamburg, oder ob er in Süddeutschland sozusagen sitzt. Das heißt, es ist für uns sehr wichtig, wenn wir wissen, okay, wir brauchen die und die Ware in Paris, dann ist es natürlich sehr schwer, wenn unser, sage ich mal, Lieferant irgendwo am Ende von Frankreich ist, weil die Wege und die Kosten, die sind natürlich sehr entscheidend. Natürlich sind es Ballungsräume, diese großen Städte. Man könnte das auf Postleitzahlen nochmal eingrenzen oder auch eben auf Landesflagge. Könnte man das nochmal ranziehen. Nur dann sieht man, macht Sinn, dass natürlich jetzt, bin ich ja fast schon in Belgien hier oben auch, wo welche Verteilung ist. Das heißt, man sieht hier, im Westen ist eigentlich so ein bisschen tot. Norden geht es ein bisschen zu. Dann haben wir eine letzte Tabelle. Hier ist es natürlich sehr wichtig, das, was Sven auch schon angedeutet hat. Hier können wir sehr oft auch mit der Buchhaltung vergleichen, welche Auszahlungen haben wir bekommen? Welche Mehrwertsteuer sind unsere Sales gewesen? Welchen Wareneinsatz haben wir gehabt? Welche Versandkosten haben wir gehabt? Frachtkosten zu FBA, Deckungsbeitrag, Marketingkosten. Hier können wir einfach von allen Ländern oder eben auf Landesebene auch nochmal draufdrücken und die Daten errechnet nur noch. Deshalb sehen Sie noch nicht die Daten aktualisiert. Ist es so, dass er mir letztendlich dann ausspuckt, wie wir die Rechnungen sozusagen durchgehen können im Dativ und schauen können, okay, die Marketingkosten in Deutschland waren 20.000. Kann das sein? Stimmt es mit unseren Daten, die uns sozusagen abgezogen worden sind? Lagerkosten, genau, sonstige Gebühren. Da sieht man zum Beispiel im sechsten Monat 2022 hat uns Amazon, das fällt uns sofort auf einmal 17.000 Euro abgebucht. Jetzt würde Sven das vielleicht ja gar nicht sehen, weil er eine Regel dafür erstellt hat. Wir sehen das aber sofort und sagen, oh, da stimmt was nicht. Da hat Amazon versehentlich 15.000 Euro einfach von unserem Konto abgebucht und hat uns das zwei Monate später dann wieder zurückgegeben. Hätten wir das aber nicht gesehen, das heißt, hier sehen Sie es unter Deckungs-DB-Anpassung, das heißt, hier haben sie uns das Geld wieder zurückgegeben, einen Monat drauf. Das heißt, hier wurden wir mit 15.000 Euro belastet und hier haben wir 15.000 sozusagen wieder zurückbekommen. Hätten wir das aber nicht gesehen, möchte ich mal ganz vorsichtig sagen, hätten wir das Geld nie wieder gesehen. Hier sehen wir diverse Deckungsbeiträge. Es ist für uns sehr wichtig zu wissen, welchen Deckungsbeitrag haben wir am Tag und welche abgesetzte Menge. Das heißt, jeden Tag, wenn ich in die Arbeit komme, ist es das Erste, dass ich mir anschaue, okay, was haben wir verdient? Wo sind wir seit dem laufenden Jahr? Welche Kosten haben wir? Was war das Vorjahr? Ich kann schnell sofort jeden Tag die Daten sehen. Und wenn wir am Ende des Monats in der BWA eben Daten sehen, können wir sagen, okay, passt, passt nicht. Wir haben ein Problem mit dem Warenbestand. Wir haben ein Problem mit etwas anderem. Hier sehen wir nochmal die Produkte aufgeschlüsselt. Welches Produkt, Überblick laufender Monat, welches Produkt was sozusagen verdient, was wir für einen Absatz minus haben oder einen Absatz plus. Und hier sieht man dann den vergangenen Monat, welche Kosten haben wir, welches Marketing ist hinter diesen Produkten. Würde ich noch eine letzte Folie zeigen. Hier brechen wir sozusagen die Produkte runter. Bis auf Produktebene. Das heißt, hier können wir sehen, welchen Stock in welchem Land haben wir, wie viele Produkte, welche Veränderung hier auf der rechten Seite, welche Veränderung zum Vortag haben wir, was ist der EK, was ist der VK, was verdienen wir eigentlich und verdienen wir mit dem Artikel eigentlich Geld? Wie man hier sieht, haben wir einen recht guten EK von 2,46 €. Wir verkaufen das Produkt für, weiß ich nicht, kumuliert 12,68 € und man sieht, wir verdienen mit dem Artikel immer noch kein Geld. Jetzt ist die Frage, okay, warum machst du das dann, Martin? Da ist natürlich schon eine gewisse Fantasie und ein gewisser
gewisse Taktik dahinter, dass wir natürlich glauben, dass dieses Produkt irgendwann mal zündet. Hier sehen wir Entwicklung Pick-and-Pack-Kosten. Hier sieht man, im August 2022 haben wir pro versendete Einheit bei Amazon Kosten gehabt, Pick-and-Pack-Kosten von ca. 4 Euro. Jetzt sieht man von einem Tag auf den anderen, Amazon hat die Preise erhöht. Und im September und Amazon hat die Preise nochmal erhöht. Das heißt, wir haben 20% höhere Kosten auf jeden Artikel. Das heißt, wenn wir 20% die Preise nicht anheben, können wir gar nicht den gleichen Ertrag haben. Das ist jetzt auf Produktebene, das ist aber über alle Produkte hinweg, hat vielleicht jeder so ein bisschen mitgekriegt, dass Amazon die Preise da ganz schön angezogen hat, was die Pick-and-Pack-Kosten angeht. Und so sehen wir hier sofort, okay, wir müssen die Preise anpassen oder die BWA wird diesen Monat schlechter sein. Hier sehen wir nochmal auf Produktebene dieses Produkt, in welchem Land setzen wir welche Stückzahlen ab, welches Bestellaufkommen nach Uhrzeit, Bestellaufkommen nach Wochentag und man sieht dann die Conversion Rate. Und wir sehen hier unten auch, wie viel Produkte, wie viel dieser Sales sind mobile gekauft worden und Desktop. Sehr, sehr wichtig, was die Beschreibung und die Bilder angeht. Wir sehen einen Trend immer mehr zu Desktop, immer mehr zu Mobile, Entschuldigung. Das heißt, unsere Bilder müssen wir komplett ändern. Weil Mobile schauen sie sich nur die Bilder an. Sie lesen keine ewig langen Texte, weil diese auch nicht so sauber dargestellt werden. Das heißt, wir müssen mehr Informationen in die Bilder reinbauen. Und das ist natürlich eine Erkenntnis, dass wir sehr viele A/B-Testings machen. Das heißt, wir lassen einmal die Bilder so, wie sie immer waren und wir bauen neue Bilder und gucken dann, wie hat sich die Conversion Rate verändert. Hier sehen wir nochmal, welche Marketingkosten haben wir hinter dem Produkt. Letztendlich haben wir dann noch ein das ist eine Datei, woraus wir letztendlich unsere OSS-Meldung generieren. Hier können wir auch sehen, welche Umsatzsteuernummer, verminderter Steuersatz, nicht verminderter Umsatz, welche Mehrwertsteuer ist angefallen und so weiter. Hier sehen wir auch noch diverse Tabellen. Als letztes würde ich noch einmal gerne auf unsere Bestandsplanung eingehen. Das heißt, durch all diese Daten, die wir haben, sagen wir dem System, wann müssen wir Ware bestellen, wann müssen wir Ware zu Amazon schicken und sag uns das bitte. Das heißt, wir haben zurzeit, was Buchhaltung angeht, haben wir erzählt, machen wir alles in-house. Das macht zurzeit die Auszubildende, die ist dreimal die Woche da mit Sven und seiner Frau, die das dann natürlich unterstützen. Wir haben circa 200 bis 300 Eingangsrechnungen im Monat und den Rest machen letztendlich Systeme. Das ist das Ziel, dass man diese Knöpfchen drückt und dass diese Systeme der Nexus einfach uns diese fertigen Dateien ausspuckt. Trotzdem kann man einige Sachen damit nicht so darstellen, wie zum Beispiel, wie viel Ware ist gerade auf der Straße. Das heißt, Sie können bei Amazon sehen, okay, was habe ich verschickt, aber Sie sehen jetzt bei uns zum Beispiel, jetzt gerade, Stand heute, haben wir 107.000 Euro auf der Straße. Diesen Warenbestand werden Sie nirgendwo finden. Das heißt, es ist natürlich super wichtig zu wissen, diese Ware ist zum Beispiel bei Amazon angekommen oder diese Ware ist in Transit oder diese Ware ist angekommen. Aber Sie sehen hier zum Beispiel hier unten, dass wir eigentlich 390 verschickt haben und Amazon sagt, es sind nur 377 angekommen oder umgekehrt. Das heißt, hier sehen wir sofort, welche FBA-Nummer betrifft es und wo müssen wir einen Case öffnen. Und es ist unglaublich, wie viel Amazon Ware verliert. Und viele Händler werden denken, ja, Amazon erstattet uns das schon. Amazon erstattet ganz, ganz wenig. Wenn Sie keine Cases aufmachen, erstattet Amazon ganz, 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 ganz wenig. Und hier können wir eben darüber sehen, wie viel Ware ist auf der Straße und welche Abweichungen haben wir hier. Und wo haben wir die Abweichungen? Und dem können Sie dann eben nachgehen. Der letzte Punkt ist eben, wo wir einfach sehen, welcher Artikel ist PAN-EU registriert.
Und welches Produkt müssen wir wann einschicken? Das heißt, wir haben uns einen Rang gebaut, welcher Artikel verdient am meisten Geld und ist der wichtigste Artikel für uns. Hier muss die Priorität natürlich die höchste sein, dass dieser Artikel nie auslaufen darf. Und so haben wir uns etwas gebaut, dass wir sehen, okay, was ist der Tagesabsatz, welche sind die Tagessales, die Sales der letzten 30 Tage. Das heißt, wir schicken die Ware immer in die Marktplatzländer ein. Viele denken, Pan-EU, Amazon verteilt schon die Ware. Amazon verteilt so gut wie keine Ware, weil das enorme Kosten sind. Früher haben sie viel, viel besser Ware verteilt. Heutzutage verteilen sie so gut wie gar keine Ware. Und deshalb sehen Sie auch an einer der ersten Folien, wie unser internationales Geschäft natürlich nach vorne geht, weil die Ware ist in dem Marktplatzland. Ja, das ist mit höheren Kosten verbunden, aber was die Preise angeht, können wir 20-30% höhere Preise im Ausland erzielen als in Deutschland. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was zeigen, wie wir was machen. Wenn es dann Fragen gibt, kann ja jeder nochmal fragen. Und sonst würde ich wieder an Michael übergeben. Ja, oder darf ich gleich was sagen? Ach so. Ich glaube, es sind alle beeindruckt. Martin, ich stehe hier klatschend auf dem Tisch. Ja. Ich bin ein Steuerberater in Bremerhaven, der würde sagen, krasser Scheiß. Also Chapeau. Ganz wichtig, was wir hier sehen, ist eben mal abseits von dem, was ja, sagen wir mal, unser Tagesgeschäft ist, gerade wenn ich jetzt auch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem steuerberatenden Genre denke, ja, wir machen ja immer Buchhaltung und Steuerzeuger, das ist ja so geil. Und was lernen wir daraus? Ich finde zwei Dinge, nämlich einmal, der Unternehmer weiß am besten, wie sein Laden funktioniert. Dir nützt die schönste Deckungsbeitragsrechnung nicht, wenn du nicht die so weit eintauchen kannst, um zu schauen, wie zum Beispiel beim Marketing, bei der Uhrzeit, wo werden eigentlich Kosten, wo entstehen Kosten unnütz. Und vielleicht glaube ich, ich spreche jetzt mal für die Zuschauerinnen und Zuschauer, was uns jetzt natürlich interessiert, Martin. Die Daten kommen aus Nexus, aus Plenty Markets, aus dem ERP-System, weil wir brauchen ja irgendwann auch mal Einkaufsdaten und die kommen zum Teil über APIs von Amazon, also all das ist ja auch so eine Kernfunktion von Power BI, dass die das zusammenziehen können. Und das Zweite, was ich jetzt aus vielen Digitalisierungsprojekten da noch anmerken möchte, ist eben genau das, was Voltoshop da macht, nämlich die Unternehmen gehen immer mehr dazu über und bauen sich ihre Systeme. Also ich sag mal, vor 10 Jahren war es ja noch so, am liebsten hätte ich ja irgendeine Plattform, wo ich ein geiles Dashboard habe und alles fertig. Und mittlerweile ist aber die Welt so vielschichtig und komplex, gerade im Onlinehandel, der immer unter einem wahnsinnigen Margendruck auch steht, ja, wo jeder Cent dir wehtut, den du unnütz ausgibst, dass die Unternehmen sich wirklich die für sie am geeignetsten Systeme raussuchen und die dann sauber miteinander verdrahten. Und jetzt wird jeder natürlich, und die Frage gebe ich jetzt mal als erstes weiter, dann darf der Hamburger vorlesen. Es geht schon voll ab hier im Chat. Ja. Die Frage, die ich jetzt an dich stelle, Martin, wie lange hast du gebraucht, was hat es gekostet und wer hat es gemacht? Genau, also das haben wir intern gemacht. Wir wollten so etwas schon immer haben. Das heißt, es hat angefangen, dass ein Mitarbeiter sich hier ein Buch gekauft hat bei Amazon. Das nennt sich einfach Power BI für Anfänger. Dann hat er sich das durchgelesen und die erste Maske hat natürlich nicht so ausgeschaut, so wie jetzt. Es ist kein IT-Mann, es ist jemand natürlich, der hatte Lust, der hatte Bock, ähnlich wie Sven das erzählt hat. Ich kann natürlich auch, was Buchhaltung angeht und so, ich bin kein Steuerberater, ich bin auch kein Fachmann, aber es ist natürlich sehr wichtig für mich, auch ein Bauchgefühl als Unternehmer. Bei diesen großen Daten ist es für mich wichtig zu wissen, okay, wie viel verdienen wir sozusagen im Monat? Und wenn ich dann in der BWA eine Zahl habe und da steht 300.000 und ich weiß, es können eigentlich nur 100 sein, dann weiß ich, da ist irgendwo ein Bock drin, da sind die Gehälter nicht drin oder ähnliches. Und so sind wir eben drauf gekommen, dass ich früher vom Steuerberater wilde BWAs bekommen habe, wo ich gesagt habe, das kann doch gar nicht stimmen. Nur ich wusste auch nicht, wer hat denn wo was hingebucht. Und so ist es gekommen, dass ich gesagt habe, wir müssen unabhängig sein, wir müssen uns unabhängig machen. Und das mit dem Personal, das habe ich schon vor 4 Jahren gehört.
Das Problem wird aber nicht besser, wenn von meiner Sicht Steuerberater, das ist sicherlich sehr, sehr schwer, aber wenn man den Onlinehandel bedienen möchte und sich nicht so aufstellt, glaube ich, dass es sehr, 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 sehr schwer sein wird die nächsten Jahre. Weil diese Menschen, die fehlen einfach, die fehlen auch bei uns. Das heißt, dieses Rad hier drehen wir mit 4 Festangestellten. Wir haben zur Spitze 22 gehabt. Jetzt machen wir das mit 4 Festangestellten. Ja, wir haben Verpackungsanlagen, wir haben Roboter hier, die packen. Natürlich, aber wir haben halt sehr, sehr niedrige Personalkosten. Und das ist das, wir haben wenig mit dem Faktor Mensch zu tun. Und deshalb glaube ich oder hoffe ich, dass wir das jetzt auch, diese schwierige Zeit natürlich auch, in gewisser Weise überleben werden. Und deshalb wollten wir uns einfach unabhängig machen. Wir wollten nicht hinterher telefonieren, oh bitte, kannst du mir die BWA noch fertig machen? Bitte, das passt nicht. Wir wollten einfach unabhängig sein, hat nichts mit Kosten zu tun. Wir würden gerne dieses Geld ausgeben und wir haben früher für solche Beratungen monatlich dem Steuerberater mit 6.000, 7.000, 8.000 Euro im Monat gefüttert, aber wir haben nichts dafür bekommen. Bis ich halt dann irgendwann mal gesagt habe, okay, wir müssen das selber in die Hand nehmen. Das Power BI-Projekt, dieses Automatisieren, das erste Projekt war eine sehr vernünftige Firma, die hat gesagt, Herr Walter, wir müssen uns kennenlernen, das erste Projekt geht auf uns, das ist umsonst. Natürlich haben wir denen sehr viel Futter gegeben und wir hatten ein Konzept, das ist umsonst. Und das nächste Projekt, das, was Sie zusammen machen, das müssen Sie dann bezahlen. Also das, was Sie jetzt hier gesehen haben, natürlich eine gewisse Manpower steckt dahinter von einer Person, der sich damit befasst. Und der Rest war sozusagen for free. So könnte man auch aus Dativ und ich glaube auch jeder Steuerberater, weil diese Daten aus Dativ kann man sich ja auch anzapfen. Man kann sich auch Excel-Sheets runterladen. So könnte man sich einfach mit wirklich einfachen Mitteln sicherlich auch diverse Dashboards bauen, die einen weiterhelfen würden. Das ist ein Thema, das wird ja jetzt gerade nebenbei im Chat kurz noch diskutiert. Die so eingefroren. Wenn man hört dich gerade nicht. Mich? Nee, Sven. Jetzt kommt Sven wieder. Du warst ganz kurz weg. Ja, ich scheine gerade, ich halte mich dann jetzt auch kurz, ich scheine gerade leichte Internetprobleme hier zu haben. Wir sitzen hier auf dem Land und das ist eine Katastrophe im Moment. Die Allgemeinkosten, die werden tatsächlich jetzt im Moment noch händisch in Power BI berücksichtigt, mit für die Zukunft halt mit einem vermuteten Wert rückwirkend dann aus Dativ gefüttert. Aber da ist das Thema, was Martin gerade angesprochen hat. Man kann natürlich auch auf die Daten aus Dativ zugreifen. Nicht ganz so einfach, wie man Amazon oder Plenty angreifen kann oder die Daten abgreifen kann. Aber es geht. Und das ist, wenn wir jetzt diverse Aufräumarbeiten und Tätigkeiten jetzt erstmal hinter uns haben, auch bei Voltoshop, da auch das nächste Thema, wirklich an die Echtdaten aus Dativ zu kommen. Ich sag mal wir haben das jetzt pauschalisiert. Das heißt, wir haben da diverse Fixkosten, die ja eigentlich jeden Monat gleich sind, was Miete angeht und so weiter. Personalkosten, da verändert sich bei uns nicht so viel. Da haben wir einfach 20.000, 30.000 Euro draufgeschlagen und wollten einfach so einen Wert haben. Wenn die BWA fertig war, nach dem einzelnen Monat, haben wir die Echtdaten sozusagen ins System reingeladen, händisch. Das war sozusagen der Weg jetzt. Das Champions League ist dann, was Herr Kaumeier gleich sagen wird. Ja, genau. Also die Dativ kannst du mittlerweile auch über ihre API anzapfen. Und die funktioniert auch gut. Die ist nicht unbedingt performant, aber es geht. Und insofern könnte man das auch locker ins Power BI einbinden. Also, man sieht schon eine irre Leistung. Wie gesagt, Martin, was hat es jetzt gekostet? Leider nichts. Hast du die Zahl vergessen? Oder? Nee, das hat leider wirklich nichts gekostet. Das lief über eine Firma, die ja in Indien sitzt. Die machen ein bisschen Programmierung für Otto und so. Das lief über einen Kontakt von mir, aber sehr, sehr seriöse Geschäftspartner, die so etwas auch machen. Sie würden sowas auch für Kanzleien machen und so weiter. Ich glaube, dass man zahlt sonst, ich sag mal, circa... Ich glaube, dass ich die Summe jetzt nicht genau weiß, aber 300, 400 Euro Tagessatz, 500 Euro. Aber so etwas bauen die jetzt nicht 20 Tage. Also ich würde mal so ein Projekt beziffern, so ein Projekt, was wir hier haben, wenn man ein bisschen Know-how hat und weiß, was man will, das ist natürlich sehr wichtig. Man muss denen sagen, was man will. Dass dieses Thema, das zu definieren, was möchte ich für Daten haben,
Das war unseres Erachtens das Schwierigste. Nicht die Umsetzung, sondern das zu definieren. Und das hatten wir dann. Und ja, ich würde so ein Projekt beziffern zwischen 5.000 bis 8.000 Euro. Also für den, also das heißt, die Amortisationszeit liegt ja dann schon fast im Sekundenbereich, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf. Zweite Frage von mir, jetzt bist du natürlich als einer der größten Amazon-Händler Deutschland, das war jetzt ein Paradebeispiel, wie man Unternehmen steuert, vor allem mit den Mengengerüsten. Wenn ich jetzt ein kleinerer Händler bin, was würdest du dann empfehlen? Würdest du sagen, ist hier die Kanone zu groß? Nee, ich glaube, es gibt ja schon alleine, wenn man die Amazon-Transaktionsberichte sozusagen verarbeiten würde oder die Auszahlungsberichte oder so, da kann man sich schon schöne Sachen bauen mit ganz einfachen Excel-Kenntnissen, wirklich. Also ich bin kein Excel-Spezialist, ja. Also bei einer Pivot-Tabelle hört es bei mir schon auf, weil ich das nicht mache und mich das auch nicht interessiert, ja. So, das lasse ich dann natürlich machen, aber ich habe schon eine gewisse Idee, wie ich es haben möchte. Ich glaube, mit ganz, ganz wenig Kenntnissen kann man sich das aneignen. Man muss nur ein bisschen wollen und ich glaube, dann kann man sich das aneignen. Und auch als Kleiner, es ist wichtig, wir haben uns auch diverse Maschinen, wir haben uns auch diverse Sachen schon gekauft. Natürlich im Hinblick auf, dass wir das irgendwann mal vielleicht größer sein werden. Und jetzt sind wir an einem Punkt und viele Sachen brauchen wir heute immer noch nicht, aber wir versuchen immer ein bisschen vorauszuschauen. Dieses Thema Personal, meines Erachtens, es wird nicht besser. Es geht kein Weg dran vorbei, dass man das auch heute so sieht, dass man sagt, irgendwas muss passieren. Natürlich brauchen wir noch den Steuerberater für den Jahresabschluss, aber sonst habe ich Stand heute kein Grund, warum ich einen Steuerberater sozusagen benötigen würde. Natürlich gibt es immer wieder Beratungsthemen und so. Aber der Steuerberater kann doch die Angestellten gar nicht so briefen. Die können doch gar nicht so tief in dem Thema drin sein. Fast unmöglich. Das heißt aber letztendlich, dass du irgendwann zu dem Entschluss gekommen bist oder zu der Erkenntnis, dass das Thema Buchhaltung und Controlling eine Managementaufgabe ist, dass du nicht mehr einfach delegierst, sondern die Überschriften zumindest selber setzt und die Ergebnisse, die Erwartungen definierst und dich dann darum kümmerst, dass du irgendwie dann die passenden Werkzeuge hier zusammensuchst am Markt und die Firmen, die dir helfen und das dann zu einem funktionierenden System verbindest. Kann man das so genauso sagen? Genau so ist das. Also da darf ich mal jetzt abseits vom Onlinehandel sagen, sehen wir auch draußen bei den Unternehmen so, Power BI ist jetzt gerade für unsere Steuerkanzleien eher ein Randthema, weil Controlling, betriebswirtschaftliche Beratung, ja wann und mit welchem Personal, für die Unternehmen immer wichtiger. Und die haben natürlich jetzt einen Vorteil, den hat eine Steuerkanzlei so nicht. Die sitzen an den Datenquellen. Und genau da ist unser Power BI halt genau unglaublich leistungsstark, weil ich kann ja hier das ERP-System anzapfen. Ich kann Webseiten damit auslesen. Ich kann Datenbanken anzapfen. Ich kann APIs anzapfen. Also all das, was Daten liefert. Und wenn man mal mit Power BI gearbeitet hat, diese Masken und so weiter, diese Grafiken, ja, die haben da Speisekarten von hier bis zum Erdmittelpunkt, was man alles machen kann. Und es ist wirklich mit wenigen Klicks eingerichtet. Und die hohe Kunst ist dann natürlich, solche, sagen wir mal, Automatismen einzubauen, Berechnungen einzubauen, was bei dir dann der Dienstleister halt gemacht hat. Aber es ist also, die Technologie ist da irre weit fortgeschritten. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich mal damit zu beschäftigen. Wir sind auch gerade drüber, im Buchhaltroniker sowas anzubieten, dass unsere Steuerkanzleien zumindest mal eine Ahnung davon haben, was sich dahinter verbirgt. Ja, super. Also ich bin echt baff. Ich kenne das ja schon, aber ich bin jedes Mal wieder baff. Und auch super erklärt, lieber Martin, vielen Dank dafür. Ja, die Kunst liegt da im Detail und im richtigen Sehen, Erkennen. Und was haben wir denn noch für Fragen draußen? Oder Hamburger, wie geht's weiter? Ja. Jetzt, ich mische mich hier schon wieder ein. Im Chat geht ist ein sehr interessanter Austausch zwischen einem, ich glaube, löse auf, das ist ein Mitarbeiter von Voldeshop auch, von Martin Walter, der da auch die Fragen beantwortet. Aber eine Frage ist im F&A-Bereich noch offen. Wird VCS genutzt? Und wenn ja, wie erfolgt die Verprüfung zwischen der Kalkulation auf Grundlage der PTCs und der tatsächlichen Spezifikation durch die Tarik, verbunden gegebenenfalls mit weiteren Eigenschaften, Begrenzung etc. VCS nutzen wir nicht.
Okay. VCS nutzen wir nicht. Also wir haben im Plenty Markets die Zolltarifnummern letztendlich hinter diesen Artikeln sozusagen definiert. Was die Zolltarifnummern angeht, haben wir auch letzte Woche nochmal ein längeres Gespräch gehabt. Da ist es ja natürlich immer die Frage, wie wohin stuft man das Produkt ein? Das ist ja natürlich schon, da fängt es ja schon oft an. Wir kriegen natürlich von den Herstellern diverse Tarex-Nummern. Die sind teilweise aber auch unterschiedlich. Ja, wir haben für zwei gleiche Produkte zwei verschiedene Hersteller und jeder schickt uns eine andere Tarek-Nummer. Ja, also das ist natürlich schwierig manchmal so zu definieren, aber die haben wir im Plenty Markets sozusagen hinterlegt und dann haben wir halt Ausnahmen hinterlegt. Das heißt, wenn ein Produkt einen Regelsteuersatz hat in Plenty Markets und sagen wir mal als Beispiel in Luxemburg zum verminderten Steuersatz sozusagen verkauft wird, dann haben wir eine Regel sozusagen erstellt, da bitte, wenn es nach Luxemburg geht, verminderter Steuersatz von Luxemburg und so lösen wir dieses Thema. Ja, Eclair haben wir als Partner gehabt, aber sehr hohe Ungereimheiten, was die Umsatzsteuer angeht. Da sind wir mit den Zahlen überhaupt nicht zurechtgekommen. Da wurden Gutschriften in Erlöse umgewandelt und da kämpfen wir noch heute. Somit haben wir den Entschluss geschaffen, also das Thema irgendwann mal. Ja? Sven? Ja, schön, meine Internetverbindung bricht gerade teilweise weg. Ja, das Thema Tarek ist natürlich immer so ein besonderes Thema auch. Das ist aber, egal ob das jetzt Eclair ist als Datenlieferant, Textu ist oder sonst was, ja, die haben halt alle auch nur eingeschränkt Möglichkeiten, die Steuersätze zu ermitteln. Ja, das Thema ist ein EU-Thema, das liegt bei der EU-Kommission. Da gibt es eine Datenbank, die aber von jedem Land selber gepflegt werden kann, die aber nicht gepflegt werden muss. Zusätzlich gibt es eine Datenbank, die innerhalb der EU von einem einzigen spanischen Unternehmen nur gepflegt wird. Ja? Und da haben wir jetzt auch selber festgestellt, wir haben jetzt gerade das Thema mit dem Tarex bei Voldo auch nochmal ein bisschen aufgerollt. Und die Daten, die wir da übermittelt bekommen haben, indirekt über Textu, passten dann zum Beispiel nicht zu den einzelnen Datenbanken. Ja? Da waren dann auch wieder Abweichungen drin. Und da mache ich jetzt, das ist jetzt an der Stelle kein Textu-Bashing oder irgendwas, da mache ich denen gar keinen Vorwurf. Das ist wirklich so ein Thema der EU, dass man keine Möglichkeit hat, hundertprozentig genau zu ermitteln. Tarek 4711 hat in den 27 EU-Ländern folgenden Steuersatz. Das ist einfach de facto Stand heute nicht sauber möglich. Und da kann man einfach nur nach bestem Wissen und Gewissen dann arbeiten und seine Daten pflegen. Genau, da würde ich auch gerne noch was dazu einwerfen, weil es wird ja dann immer von, ich sage mal so, Dienstleistern auch angeboten, wir sind tax-compliant und wir haben eine autonome Steuerlogik und blä, blä, blä. Tatsächlich passiert dann Folgendes. Die wenigsten Online-Händler haben tatsächlich alle Zolltarifnummern sauber im System und dann wird mit sogenannten Dummies gearbeitet. Das heißt, die Zolltarifnummer wird erfunden und der wird einen Steuersatz zugewiesen und damit schließt er das System kurz. Das haben wir im Nexus auch drin. Also klar, weil du kommst sonst nicht anders weiter, wenn du Steuermeldungen machen willst. Aber wir weisen unsere Händler da ganz stark darauf hin. Und wie es der Martin schon gesagt hat, frag drei, dann kriegst du drei unterschiedliche Zolltarifnummern. Und da gibt es eben ganz oft die Hersteller, die das auch haben prüfen lassen. Die können dir da weiterhelfen. Die haben Zolltarifnummern für ihre Produkte sauber da. Und es gibt tatsächlich auch die Zolltarifagenten, die sich um sowas kümmern. Und der Martin hat es, glaube ich, zum Teil dann auch über Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wie Rödl und Partner schon mal auch beurteilen lassen. Da gibt es aber auch, aber da muss ich. An der Stelle ist tatsächlich für seine Produkte eine verbindliche Zolltarifauskunft beantragen zu lassen. Genau, genau. Das ist kostenlos, das geht relativ problemlos mittlerweile auch online mit relativ wenig Aufwand. Das ist einmaliger Aufwand, den dann, ich glaube, alle drei Jahre wieder, dann laufen die Zolltarifnummern dann ab. Aber ne, ich sag mal, das ist eine Fleißaufgabe für einen Azubi oder irgendwas oder jemanden, den man da mal für einen Monat auf 520-Euro-Basis dann einstellt. Aber über den Weg, über eine verbindliche Zolltarifauskunft des Hauptzollamtes, kommt man halt entsprechend dann an die notwendigen Tareks ran. Und damit kann man dann einigermaßen anfangen zu recherchieren. Ja, problematisch wird es dann halt, wenn hunderte Tareks vielleicht im Einsatz sind, die man selber im Verkauf hat. Dann wird die Recherche halt unheimlich aufwendig aufgrund dessen, was ich vorhin erwähnt hatte. Na, das ist keine einheitliche, saubere Datenbank zu diesem Thema. Ja, also was halt, ich spreche jetzt mal wieder als Unternehmer, wenn du Dienstleister beauftragst, sowas zu machen, dann ist immer, und das
sehe ich in der Welt der Digitalisierung, fällt das immer komplett hinunter. Die Frage nämlich, wer haftet denn das dafür eigentlich, wenn die dir eine Falschauskunft geben? Wer haftet? Und da kann ich jetzt allen nur, auch unseren Steuerkanzleien, nur mal empfehlen, egal mit welchem Software-as-a-Service-Anbieter und welchem Dienstleister Sie in diesen Bereichen zusammenarbeiten, Leute, lest euch mal die AGBs durch. Lest euch die AGBs durch und fragt auch mal einen Rechtsanwalt, was passiert, weil die schreiben zwar alle, wir dürfen nicht beraten, aber hinrum tun sie es doch. Der Kunde verlässt sich drauf. Und dann muss ich mir als Unternehmer natürlich auch mal über die Konsequenzen klar sein, was passiert, wenn. Und da kann ich nur sagen, lest euch die AGBs durch und prüft die Daten und Infos, die ihr kriegt. Wir leben ja, wir haben es gerade bei Martin seiner schönen Werbedings gesehen, ne? Wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie und da ist natürlich immer alles sexy und bunt und funktioniert. Und wir sehen, dass die Daten immer schlechter werden. Das Rad dreht sich immer schneller, hat der Martin ja gesagt, Sven auch. Also insofern liegt da auch ein Stück weit Verantwortung bei uns Kaufleuten, hier mal auf den Zahn zu fühlen und auch sicherzustellen, mit wem arbeiten wir zusammen? Sind die Daten halbwegs plausibel? Wo kommen die überhaupt her? Ganz wichtige Fragen, die meiner Meinung nach immer viel zu oberflächlich auch beantwortet werden. Man hat natürlich noch ein anderes Produktproblem, zum Beispiel in UK, nach dem Thema Brexit haben wir uns dort ein Lager angemietet und die Umsätze sind bei uns sehr, sehr gut weitergelaufen, weil natürlich sehr viele, weil es sehr komplex geworden ist, sich von dem Markt verabschiedet hat. Das war genau unsere Zeit dort in dem Markt. Aber was wir dort zum Beispiel haben, dass wir ein Kollagen im Produkt haben, also Gelatine, also Food letztendlich, Rödel und Partner hatte uns das bestätigt, hat gesagt, naja, 0% Steuersatz in UK. Es hilft ihnen aber nicht, wenn Amazon die Rechnung stellt, weil Amazon kennt keinen 0% Steuersatz. Amazon zieht ihnen pauschal 20% ab und sie haben ein Produkt, was für 25 Pfund verkauft wird, zahlen sie da, weiß ich nicht, 5, 6 Pfund, zahlen sie an Umsatzsteuer, das ziehen die ihnen einfach ab. Und bei 100 Sales am Tag, kann man sich ja ausrechnen auf einen Monat hin, haben wir da so viel Geld verloren. Und das heißt, dieses Thema in UK, Tarek-Nummern, das interessiert Amazon nicht. Amazon interessiert es nicht, weil Amazon sagt, das muss ich dem UK-Finanzamt sagen, das ist ein bisschen heikel und das ist egal, ob Sie von Rödel und Partner wie diese Einschätzungen hier machen lassen haben für, weiß nicht, 2000 Euro. Der letzte Satz war immer, das ist nur eine Einschätzung und wir haften für nichts. Also letztendlich habe ich nach diesen 2000 Euro nicht mehr und nicht weniger gewusst. Das heißt, vielleicht ist es woanders besser oder anders, aber wie du sagst, Stefan, letztendlich muss der Unternehmer dann dafür haften, weil keiner wird seinen Kopf hinhalten, weil es sehr schwierig sein wird, da eine hundertprozentige Auskunft zu geben. Ich hebe mal kurz die Hand noch in dem spannenden Gespräch. Es gab noch eine Anmerkung über den F&A-Bereich. Dann haben grenzüberschreitende Transaktionen aber einen Einfluss auf den kalkulatorischen DB und eine Meldung noch im Chat, das Problem liegt an der banalen Logik des Vertex, des Vertex-Engines. Die Steuersätze per se existieren aber. Ja, also die grenzüberschreitenden Transaktionen natürlich. Also anhand der Tarek-Nummer wissen wir dann, okay, das ist in Luxemburg verminderter Steuersatz und dementsprechend würde das der Power BI oder wenn wir uns die Belege von Plenty letztendlich ziehen, die Transaktionen, würde er erkennen, dass wir da einen geringeren Umsatz haben und dementsprechend einen geringeren DB, wenn der Preis dort in dem Land nicht höher oder niedriger ist. Ja, also das kann der. Okay. Gut. Dann stelle ich mal die pauschale Frage, ob es erstmal noch Fragen gibt aus dem Auditorium. Wenn ja, gerne noch schreiben. Ich mache in der Zwischenzeit, bis jetzt noch Fragen geschrieben werden, einen kurzen Hinweis schon mal auf unser nächstes Webinar, was am 15.11. stattfinden wird. Und zwar, die Zahl wird jetzt wahrscheinlich den ein oder anderen im Auditorium und den Zuschauern erschlagen. 99,32% mit Effizienz zur echten Automatisierung. 15.11.2022 um 14 Uhr. Einer unserer Referenten sitzt auch heute hier mit da, der Herr Kaumeier. Und wir haben
den Steuerberater, mit dem wir zusammen das Projekt umgesetzt haben oder auch immer noch umsetzen, dazu eingeladen, den Bernhard Zimmerer. Und vielleicht möchte Herr Kaumann noch ein paar Sätze dazu sagen. Ja, ich schnapp gerade noch nach Luft. Also erst einmal noch vielen Dank an den Martin Walter und den Sven Fünrohr. Also ich kann mich nur verneigen und nochmal verneigen. Ja, 99,32%. Ich fange jetzt da gar nicht groß an zu erzählen. Decodi sagt, Digitalisierung ist eigentlich ein Hasswort, weil Automatisierung ist das geile Wort. Digitalisierung, ja, das ist alles und nichts. Und wir zeigen mit diesen 99,32% mal Offside vom Onlinehandel, wie sich Eingangsrechnungen hier auf eben fast Lichtgeschwindigkeit automatisieren lassen und wie man zu so einer Lösung kommt, die auch hochgradig qualitativ ist. Das heißt, ich habe keine Fehler mehr, ich habe keinen minimalen Verprobungsaufwand. Und es ist natürlich für jedes Unternehmen interessant, das mit Eingangsrechnungen eben an der Stelle arbeitet. Ja, und wir zeigen einfach mal, wie wir mit einer Steuerkanzlei sowas umgesetzt haben. Und deswegen echte Automatisierung statt Digitalisierung. Und 99,32% ist der Automatisierungsgrad von Eingangsrechnungen und Zahlungserwiesen bei eben einem Sporteinzelhändler. Sie dürfen sich auf eine unterhaltsame und auch eine lustige Präsentation freuen. Sehr schön. Die Anmeldung ist auch schon über die Webseite möglich. Ich stick dann gleich noch den Link mit rein und auch wird auch in unserem Newsletter oder in der E-Mail, die wir jetzt im Nachgang mit der Aufzeichnung, die wir dann rumschicken, da packe ich das auch mit rein. Das heißt also, keine Panik. Sie kriegen die Anmelde-Link. Es kam jetzt in der Zwischenzeit noch eine Rückmeldung von unserer aktivsten Zuschauerin, sage ich jetzt mal heute. Ja, die Dame möchte ich bitte unbedingt kennenlernen. Vielleicht können Sie sich ja mal bei uns melden. Sie fragt, worauf ich hinaus will, wenn der Bruttopreis mit 15% kalkuliert wird, aber der tatsächliche für die Transaktion dann zum Beispiel 22% ist, dann hat die Umsatzsteuer einen negativen Effekt auf den Deckungsbeitrag. Martin, dein Mikro ist noch aus. Ich habe gesagt, wenn wir natürlich wissen, dass Amazon dort das nicht akzeptiert, dann hinterlegen wir natürlich dann letztendlich, müssen wir kalkulieren mit dem hohen Steuersatz oder wir ziehen das Produkt vom Markt dort letztendlich ab. Was haben wir gemacht? Durch diese Brexit-Situation haben sich natürlich auch viele Rechte, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, in UK verändert. Das heißt, du musst eine Firma drauf haben, was in UK ansässig ist oder ein Unternehmen. Das konnten wir so schnell nicht darstellen und deshalb haben wir das Produkt letztendlich dann dort vom Markt genommen. Es würde sich aber trotzdem einstellen lassen, dass man sagen würde, okay, der Marktplatz, man hat das in unseren Unternehmen, in den Umsatzzahlen gesehen, dass wir UK komplett separat von allem betrachten, weil dort natürlich auch was Währungen angeht und so weiter auf Basis von Monatskursen oder Tageskursen kalkuliert wird, die natürlich jetzt in den letzten 2 Jahren auch unglaublichen Schwankungen ausgesetzt waren. Das heißt, wir versuchen dann schon so gut wie möglich dann manuell auf solche Produkte oder auf solche Fehler oder solche Sachen einzuwirken. Lässt sich oft nicht über Plenty Markets dann letztendlich darstellen. Deshalb muss Sören dann letztendlich im Power BI etwas bauen, damit wir dort die Erträge haben oder wir ziehen das Produkt vom Markt. Aber dann haben wir noch 2, 3 kleine Folien oder Hinweise. Einmal, der Nexus war heute ein bisschen Bestandteil von dem Webinar. Wer den Nexus kennenlernen möchte, gerne eins unserer Schnupperwebinare buchen. Da stellen wir den Nexus nochmal intensiver vor. Oder wer schon individuelle Geschichten hat beim Nexus, darf gerne eine unserer Erstberatung buchen, die wirklich individuell unverbindlich ist. Und die letzte Folie, bevor ich das Schlusswort an unsere Referenten übergebe. Ich bedanke mich jetzt mal für den wirklich interessanten Input und ich glaube auch, unseren Zuschauern hat es auch sehr gut gefallen. Vielen Dank dafür. Und von meiner Seite aus vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt gerne nochmal in die Runde zurück. Schlussworte. Ja, ich fange an. Also nochmal vielen Dank an meine Referenten, an unsere Referenten. Martin Walter ist ja immer ein Vergnügen, ja, ihm zuzuhören, weil man merkt auch die Leidenschaft des Unternehmers. Das Sven Fünrohr, der Zahlenprofi vor dem Herrn. Und wir haben die Ehre, diesen Herrn Buchungssätze zu liefern, sage ich mal.
Ich sage vielen Dank und verabschiede mich mit dem Gruß aller Buchhaltroniker, der da heißt: Mögen eure Verrechnungskonten aufgehen. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Servus aus Fürth. Ja, auch vielen Dank, dass alle dabei waren, und ich hoffe, wir konnten so ein bisschen zeigen, wie wir es machen. Ich glaube, es gibt ganz viele Wege, nicht unbedingt nur mit Power BI, sondern einfach auch mit anderen Sachen, vielleicht auch nicht so komplex. Bei uns hat es auch gedauert, bis wir überhaupt diese Daten so gemacht haben. Und wie gesagt, das ist ein lebendes System wie der Nexus, und da müssen wir auch immer weitermachen. Aber ich würde auch jeden Online-Händler raten, egal ob es 10 Bestellungen am Tag sind oder 20 Bestellungen am Tag sind, ich würde ihm raten, anzufangen, klein anzufangen, und wenn es erstmal nur die Umsatzzahlen sind, und irgendwann mal, glaube ich, entwickelt sich das, und dann wird man sich darüber freuen. Ja, kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Wir selbst haben bei ungefähr ein Fünftel der Größe, die Martin mit wo. Sven, nochmal. Da hat sie ihm die Sprache verwirrt. Jetzt war es ja nochmal nicht zu hören. Du musst nochmal ansetzen. Trauerspiel, unglaublich. Entschuldigung dafür. Ja, ganz kurz. Also Martin, kann ich da eigentlich nur zustimmen. Ja? Wir haben mit einem ähnlichen Setup in Power BI gearbeitet, ungefähr 60% des Aufwandes reingesetzt, bei ungefähr einem Fünftel von seinem Umsatz, den er aktuell jetzt macht, ein Viertel vielleicht. Ist sehr, sehr hilfreich, auch für kleinere Unternehmen. Ja. Und auch, was Martin gesagt hat, man braucht auch nicht unbedingt Power BI. Jemand, der in Excel fit ist, kann schon sehr, sehr viele Auswertungen auch in Excel machen, zumal die ganze Datenstruktur und auch die ganzen Techniken, die in Power BI angewendet werden, auch in Excel enthalten sind. Also kann ich nur empfehlen, jedem, besorgen Sie sich mal ein Buch, schauen Sie da einfach mal rein, schauen Sie in die Microsoft-Hilfe, wenn Sie Excel-affin sind, auch da können Sie schon sehr, sehr viel machen. Ja, und ansonsten von mir auch sehr danke fürs Zuhören, danke, dass Sie da waren, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, man sieht sich vielleicht nochmal wieder. Jo. Und dann entlassen wir unsere Zuschauer ins Wochenende. Hoffentlich bald. Und freuen uns schon auf unser nächstes Webinar mit dem Thema 99,32%. Gute Zeit. Ciao. Super, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss zusammen.